Geht's los hier? Ja, sieht so aus, wenn es losgeht. Mahlzeit, alle, die dabei sind. Ah, die Füchsin rennt dran rum, telefoniert ziemlich laut, also wenn ihr sie mal hören solltet. Ja, nicht so schlimm. Vielleicht schaut sie ja mal rein. Gut, fangen wir mit meinem Summercar an heute. Auch wenn wir ein großes Fragezeichen haben, weil ich weiß echt nicht, ob ich das heute 4 Stunden durchziehe. Oder ob man einfach mal zwischendurch mal was anderes machen. Mahlzeit, Mahlzeit. Und bevor jetzt wieder alle fragen, kannst du mich grüßen? Grüßt euch alle. Ganz einfach. Oh, wir haben auf jeden Fall recht schön viel Kohle, weil es, oh, es steht ein Update vor der Tür. Ja, es steht wirklich ein Update vor der Tür. Und in diesem Update, Killchu, Killchu, Killchu. Sollte ja langsam fertig werden. Ach, meine Strafzettel muss ich auch noch bezahlen. Na gut. Ja, es steht ein Update vor der Tür. Und in diesem Update. Gott, was ist denn hier passiert? In diesem Update wird es. Oh, ich habe eine Beule reingemacht. Wahrscheinlich. Eine neue Motorhaube geben. Geile Sache. Und von dem Feuerlöscher habe ich auch gelesen. Aber schauen wir mal, was noch alles kommt. Auf jeden Fall nochmal. Gerne am Anfang, vielen Dank für die 4K. Ja, aber was machen wir denn heute? Was machen wir denn? Da ist kein Update, habe schon die Tür geöffnet. Wie die Tür geöffnet? Was denn für Tür? Nein, das Update ist auch noch nicht da, aber es gibt diverse Beta-Tester, die dieses Update aktuell testen. Lade, 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 gehöre ich da nicht dazu. Schade eigentlich, aber egal. Macht ja nichts. Deswegen kann man ja trotzdem spielen. Nicht dreckig, naja, geht eigentlich. Vielleicht schauen wir uns ja heute mal die Rallye wieder zu fahren. Ja, an sich eine echt coole neues Update. Nein, es gibt noch kein neues Update, wird aber wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern. Immer schön randrehen hier. Ja, aber es gibt ja auch noch genug zu tun. Deswegen, wir fangen mit MSC an und dann schauen wir mal. Max in Clash of Clans kommt auch ein Update. Clash of Clans, keine Ahnung, spiele ich nicht. So etwas spiele ich nicht. Das ist mal irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde da irgendwie keinen so richtigen Gefallen dran. Ah, Moped. Le Mans Racing. Geil. Ja, was machen wir denn heute überhaupt alles? Traktor, Holz hacken? Schon wieder Holz hacken? Ja, eigentlich auch eine Idee. Ich will dich bloß provozieren. Ja, wieso? Du hast gesagt, da steht ein Update vor der Tür. Ha. Ja, leider habe ich auch die Tür noch nicht gefunden. Das kannst du vielleicht auch 2 Stunden MSC spielen und 2 Stunden ETS. Sowas in die Richtung habe ich mir fast gedacht. Aber vielleicht machen wir einfach nur was für einen Titel. Ja, ich wusste einfach nicht so richtig, was ich machen sollte. Aber naja, da muss ja auch mal. Wie hat Björn da geschrieben, man muss spontan sein im Leben. Also haben wir spontan in irgendein Thumbnail gemacht. Was mache ich denn? Ist der Killschuh fertig? Da könnte man ja vielleicht Killschuh verkaufen gehen. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Oder? Ich weiß nicht, wir könnten ja mal, wir warten mal noch einen Tag. Wir warten mal noch einen Tag. Mobile Racing kann, da kann doch bloß mit dazu mal fahren, oder? Ja, soweit ich weiß, ja. Was machen wir denn? Müssen wir einkaufen? Brauchen wir Bier? Bier haben wir eigentlich noch fast genug, oder? Da könnten wir ja mal ein bisschen die Pyramide. Okay, Bier haben wir auf jeden Fall genug. Daran soll es jetzt mal nicht scheitern. Mahlzeit an alle Zuschauer. Wo bekommt man denn den Eimer her? Also am Anfang stand der Eimer mal, nee, nicht hier. Hier, neben der Waschmaschine. Allerdings weiß ich nicht, ob der Eimer seit ein paar Updates am Ferienhaus spawnt. Das weiß ich aktuell jetzt gerade nicht. Und es ist Donnerstag. Wir haben Hunger. Einkaufen müssen wir ja nicht. Wir haben eigentlich so ziemlich alles, was man so braucht. Aber ach komm, wir gehen eine Runde Holz hacken.
Das ist der erste Tag, wo man noch rumgeht. Ich will Hörwurst Energy. Warum? Die finden Überraschung ist doch auch toll. Wir fahren mal den Traktor hoch, dass wir noch ein Holz hatten können. Und dann schauen wir mal, ob wir heute irgendwie mal Kiltschuh verkauft bekommen. Oh, Handbremse. Ja. Ich weiß nicht, diese Handbremse ist irgendwie ein absoluter, immer noch ein ganz schöner Fail. Was macht der Eimer? Er macht Blub. Komm. Zack. Ja, ich glaube, ich habe die Spielzeilen hier ganz schön laut, aber macht ja nicht. Hast du schon die Fische gefunden auf der Insel? Nee, ich habe da echt noch keine Fische gefunden. Aber vielleicht schaffen wir das ja heute mal. Falls nein, such sie doch. Ich habe schon öfters mal was davon gehört, dass es dort irgendwie Fische geben muss. Aber wo die jetzt genau sein sollen, kann ich euch echt nicht genau sagen. Müssen wir wirklich mal erforschen. Wenn du Holz hast, kann ich dir meinen neuen Video schreiben. Was? Die das jetzt als Eigenwerbung oder was ist? Hashtag LS17 Army. Warum LS17 Army? Hm. Ich habe doch gar kein LS17. Die liegen auf der Insel im Wasser. Warum heißt der Stream? Weil mir heute irgendwie nichts Besseres eingefallen ist. Ich dachte, wir probieren einfach mal aus, was passiert, wenn ich einfach ein riesengroßes Fragezeichen hinmache. Und ja, wie man sieht, es funktioniert. Schlechte Qualität, ja. Das ist eben so, wenn man mit schlechtem Internet versucht, einen Livestream zu machen. Weil Livestream hat nicht immer was mit einem PC zu tun, sondern Internet. Ihr könnt sonst was für einen Gamer-Rechner, High-End, GDX, Quad-SLI, was weiß ich, tralala, haben. Ihr werdet nie einen flüssigen Stream hinbekommen, wenn euer Internet nicht mitspielt. Und leider, leider, leider ist das bei mir immer noch der Fall. Naja, Alter, ohne Witz, TikTok Time einfach nen was? So, nein, es wird nicht jeder einfach grundlos gekickt. Er bekommt zwei, dreimal die Möglichkeit, sich anständig zu verhalten. Ist mit meinen Moderatoren so abgesprochen. Und wenn er sich dann nicht benimmt, ja, dann wird es wahrscheinlich passieren. Ja, Fauli, wir fangen mal an mit meinem Sommercar, vielleicht so 2 Stunden und dann vielleicht mal noch 2 Stunden ETS und ich denke, wir bekommen den Tag heute schon irgendwie voll. Oder es ist Donnerstag, mal schauen, vielleicht schaffen wir es noch, die Rallye zu fahren. Meine Güte hier. Ja, war auch schlimm, dass in dem Hänger hier echt zu viel. Hubräuber, nicht beleidigen. Ja, genau, Beleidigung auch gegenseitig. Scheiß auf die Qualität, habt ihr gesagt, Spaß ist da. Na also, und mein Summer Car ist jetzt auch nicht sonst was für High-End-Game, also. Wobei irgendwie schon. Na komm. Ich würde mir echt für dieses Spiel gerne einen Holzspalter wünschen. Irgendwie viel einfacher. Ständig immer der Hand zu hacken. So, zack. Erstmal einräumen. Nicht, dass wir hier wieder sonst wie viel Holz hacken und die Hälfte wieder liegen bleibt. Meine Güte. Ja, genau. Okay, so mache ich nicht mehr. Ja, wirklich. Ich benehme euch halt auch gegenüber den anderen. Oh, mit dem Moritz. Über die Rampe aus Holz in MSC. Was denn für eine Rampe aus Holz? Welche Rampe denn? Mahlzeit, machst du mal ein Project Cars Community Race? Ja. Es ist geplant, mal ein Project Cars Community Race zu machen. Allerdings, wenn jetzt ein Update im Haus ansteht, ich sag mal, dieses Community Race müssten wir ja, wenn dann, samstags machen, um da wirklich
ein richtiges Rennen zu machen, so, keine Ahnung, eine halbe Stunde Training, halbe Stunde Qualifying und dann vielleicht zweieinhalb Stunden Rennen, also so richtig Langstreckenrennen, nicht bloß so 5 Runden, fertig. Nein, nein, so richtig, ein richtig langes Rennen würde ich dort dann vorne bringen. Oder vielleicht eine Stunde Training, eine Stunde Qualifying und dann 2 Stunden Rennen. Das wäre mal was. Kommt mein Summer Car für die Konsole raus? Weiß ich nicht, glaube ich aber auch fast nicht, dass mein Summer Car irgendwann mal konsolentauglich sein wird. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Komm her. Was ist dein Lieblingsautomarke, Herr Fuchs? Moment, hier ist er. Ja, der da. Das wär's. Ah, so viel zum Thema Lieblingsautomarke. Ah, every day I see my dream. Nee, irgendwann wird man so einer werden. Und es wird noch lange dauern, bis ich so weit bin. Morgen bin in München. Was machst denn du in München? Studio? Ich und mein Holzi. Ja, so ungefähr. Ja, irgendwie müssen wir den ersten Tag hier mal rumbringen. Ich meine, Kohle haben wir genug. Sollte das neue Update kommen, sind wir auf jeden Fall finanziell erstmal gut ausgerüstet. Und man muss nicht unbedingt sich Geld schieben. Es ist wirklich nicht so schwer, jetzt hier in meinem Summer Car Geld zu verdienen. Geht zwar einfacher, aber okay. Behandler gibt's bei mir abgelaufenes Oktoberbier mit. Okay, Oktoberbier. Ist doch gar kein Oktober. Mahlzeit! Yay! JP Gamer HD, danke fürs Abo! Oh, Moment. Ja, Gott sei Dank, ich habe hier noch Abo-Breu. Abo-Breu für dich! Schmecken lassen! Schön, dass du dabei bist. Ja, weg damit hier. Schwer ist es nicht, bloß zu doof. Wie zu doof? Naja, was heißt zu doof? Ich meine, du setzt den Killschuh bei dich an, warte bis das Killschuh fertig ist und in der Zeit könnt ihr ein bisschen Holz machen, die ganzen Leclerc-Gruben leer pumpen. Also ich sag mal, in 2 bis 3 Ingame-Tagen sind 12.000 eigentlich jetzt nicht das Problem. Da kann ich ja gleich Abo drauf machen. Hey, ich bin noch nicht in München. Entschuldigung, hab ich vergessen, dazu zu schreiben, dass du die selbst bauen musst, die Rampe. Ach so. Wie soll ich denn aus Holz hier? Das wäre irgendwie wahrscheinlich sinnvoller, vom Satsuma die Motorhaube zu nehmen, oder? Benutzt mal bitte die Sauna auf der Insel. Haben wir eigentlich schon öfters mal genutzt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Sprit in meinem Boot noch ist. Gut, das reicht noch lange nicht. Ah, nicht fallen lassen. Ach, schlimm, dass der Typ eigentlich. Kann mir auch so Holz hacken hier? Komisch. Was ist hier los? Ah, jetzt. Jetzt funktioniert das Ganze. Wunderbar. Ja, es gibt ja, wenn Update, die nicht öffentlich sind. Genau, wie gesagt. Bist du Beta-Tester? Nein. Warum auch immer nicht, keine Ahnung. Aber ich bin kein Beta-Tester geworden. Habe ihn eigentlich schon mehrmals angeschrieben, jedoch leider, leider, leider keine Antwort bekommen. Was irgendwie echt tragisch ist, weil ich wär gern deutscher Beta-Tester für dieses Ganze. Aber naja, so ist das eben. Kleine Kanäle, die jetzt nicht sonst wie viel 10.000 Abonnenten haben oder sonst was, haben da eben einfach keine Chance, an sowas ranzukommen. Irgendwie schade, aber was will man machen? Dann warten wir eben, bis das Update kommt. Oh, das war nichts. Schlimm, wie diese Holzteile manchmal einfach so hier wegbacken. Hallo? Zack. Ui. Dann hast du die Sportmotorhaube.
Herzlichen Glückwunsch, die Sportmotorhaube gehört zum nächsten Update. Wow, ganz einfach. Und dieses Update wird wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Tage dauern. Vielleicht bis nächsten Samstag. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das ist die Frage. Die haben die Tester. Richtig. Wie kann man bei EDS2 online spielen? Bei Truckers MP anmelden, Account erstellen, EDS2 starten und los geht's. Ganz einfach. Ich meine, auf der anderen Seite finde ich es ja wirklich in Ordnung, damit es Beta-Tester gibt, um vielleicht kleinere Fehler wie nennt man das, auszumerzen, motzen, auszutesten. Mahlzeit, für was Holz? Ja, um einfach mal ein bisschen den Tag rumzubringen. Und weil es immer von Vorteil ist, einen Hänger voll Holz haben. Und muss meine Videos selber anklicken, dass ich vor Klicks bekomme. Gottes Willen, wieso machst du denn das? Videos selber anklicken. Ich meine, klar, ich schaue mir meine Videos auch selber an, aber ich meine, dir bringt das doch nichts. Etwas wie eine Mod für das nennt sich Truckers MP. Jawohl, genau. Einfach mal auf. Ihr könnt auch gerne mal den Link von Truckers MP hier in den Chat posten, jetzt für die, die dann ETS 2 online mitspielen wollen. Und hey, GP Gamer HD, gerade abonniert. Yay, komm, wurde angezeigt. Für den Fall, dass du es gesehen hast. Yay, genau. Truckers MP, ETS 2 online. Wie gesagt, ihr müsst euch dort anmelden. Zack, mit einem Holzstück Holz hacken. Früher gab es da auch mal irgendeinen Trick bei der ganzen Geschichte. Der Hänger jetzt schon voll? Nein, noch lange nicht, glaube ich. Bringt ja auch nichts. Ja, schon. Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Ah, schön. Das gefällt mir irgendwie immer wieder, wenn hier immer Mahlzeit im Chat steht. Eine der besten Begrüßungen. Und Holzhacken. Deswegen, um einfach mal zu warten, bis die ganzen Zuschauer noch kommen, die vielleicht ein bisschen später da sind. Wo sind die anderen Mods hin? Keine Ahnung. Ich glaube, es sind genug da und einige Mods sind auch anwesend und schreiben aber nicht zu viel, sondern beobachten wirklich den Chat, was passiert, um vielleicht ein paar kleine Bösewichte rauszufiltern. Wow. Ungefähr 3 bis 4 Stunden von München aus. Ja, circa. Also je nach Verkehr, kommt darauf an, mit dem Zug bist du wahrscheinlich ein bisschen schneller als über die Autobahn, aber so ungefähr, ja, die Zeit. Habt da mal eine Frage, auch von meinem Bruder Thomas. Was kann man machen, wenn von dem PKW die Batterie leer ist? Weil das Problem habe ich im Moment. Was gibt es da für eine Lösung? Weiß da jemand was? Also die einfachste Variante ist speichern und das Spiel wieder laden. Aber es soll auch eine Art Starthilfe geben. Und Fan von Stfahn. Danke fürs Abo. Interessanter Name. Ich war auch an MSC-Videos zu machen. Ja, da bist du. Vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen spät. Aber egal, mach, mach, mach. Mods, es sind immer Modifikationen sind immer sehr gern gewünscht, die ich ja jetzt nicht unbedingt so mache. Aber okay. Ich meine, es gibt wirklich, es gibt geile Mods, Satsuma Cabrio, Schneemod und so weiter und so fort, BMW Mods. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da sehr vorsichtig, was solche Mods angeht. Okay, voll. Hänger. Bier plus MSC Mutter ist. Was? Hä? Wackelnder Tantender Hänger, ja, der zittert immer noch rum, dass er das irgendwie. Das werden die irgendwie nie gefixt bekommen. Hab noch keinen im Chat gelesen, der gesagt hat, ich fange jetzt auch an, Musik zu produzieren. Na, ich als YouTuber könnte das doch jetzt machen. Ich bringe meinen eigenen Song raus. Ne, mache ich mit Sicherheit nicht. Weil ich kann echt, ich kann nicht singen.
Kann ich wirklich nicht. So, Hänger runterstellen, hoffen, dass die Sauna auch schön warm ist. Ich hasse mein Internet, ja. Ich auch. Macht dir nichts draus. Geht mir genauso, weil, naja, schlechtes Internet ist halt auch für schlechte Qualität. Aber der Inhalt zählt. Ja, da würde ich auch gern machen, aber habe keine Lust mehr, Programme dafür zu downloaden. Für jede Software 30 Tage das Version. Wenn das die Mutter von MSD das Bier sieht, ach du Scheiße, da bin ich echt auch mal wirklich gespannt, was wirklich passiert, wenn die Eltern wieder da sind. Und das ist echt, da bin ich echt wirklich gespannt, was da dann passiert. Weil wir sollen ja angeblich, wir sollen das Auto bauen, okay, haben wir gemacht. Aber wir sollen ja nichts trinken. Interessant, interessant. Auto steht, aber ja, überall Bier und Max, wenn wir in der Schule singen, bin ich der Beste von hinten. Na, immerhin, nicht Letzter. Ach ja, doch, der Beste von hinten. Letzter. Prost, Kaffee. Noch ist er warm. Von hinten ist immer besser. Nein, geht das dann jetzt wieder los? Oh Gott. Fuchs, schon das neue Video von Sandra gesehen mit dem Fuchsschwanz? Ja, hab ich. Hab ich wirklich. Ah, was machen wir? Wollen wir gleich Kühlschuh verkaufen oder nicht? Wir könnten ja prinzipiell schon mal einladen. Das könnten wir machen. Kennst du mich noch? Klar. Das ist nicht die Hörfuchstasse. Oh mein Gott. Nee, ist sie nicht. Weil die Hörbuchstasse nämlich hier. Ha! Die gibt's trotzdem noch. ja, Enter Driving Mode, ich wollte einfach nur ein bisschen weiter vorfahren. Vorglühen, wer ist Sandra? Malst du gerne, Fuchs? Naja, was verstehst du unter Malen? Kennst du mich noch? Kennt euch alle nicht. Ich glaube, ich bin gerade über eine Kiste Bier gefahren. Was ärgerlich ist. Wir haben eine Kiste Bier getötet. Ja, haben wir. Ach du Scheiße. So, Flaschen haben wir hier genug. Raus dem Bäuerlich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eins, der bekommt eins in die Fresse. Zwei, der fordert euch mit. Möglich. Was haben wir denn hier? Ein Telefon. Hol mir euch die Zeug, sonst steht hätte. Du hast ich Gott. Zack, und schon will einer Feuerholz haben. Dieser Bordpfeil ist aber auch echt schwierig. da. Da. Oh. Hey, das funktioniert. Einfach mal eine ganze Ladung Kühlschuh einladen hier. Kann man das den Typen gleich wieder verkaufen. Wie kommst du zu Hörfuchs? Ja, traurige Geschichte. Aber ich gehöre zu einer Gruppe Menschen, die eine kleine Behinderung haben. Ich bin schwerhörig. Ja. Manchmal, das heißt manchmal, ich höre eigentlich immer ein bisschen weniger wie normale Leute. Was aber jetzt nicht so schlimm ist, weil dafür gibt es Technik, Untersuchungen, Ärzte, Operationen, bla 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 und so weiter. Und deswegen, ja, lange Geschichte aus meiner Jugend, hat irgendwann, hatten die mal so ein Hörgerätladen
Und der hieß Hörfuchs AG. Ah, ist irgendwie Plastik kennen? Ne, geht zu. Ja. Und dadurch bin ich eben auf den Namen Hörfuchs gekommen, weil dann irgendeiner mal mein Kumpel meinte, Hörfuchs. Und ich leider der Einzige war, der sich, oh, die ist glaube ich weg, der sich umgedreht hat und gesagt hat, hier bin ich. Ja, so komme ich zum Namen Hörfuchs. An sich coole Sache, aber ja. Und wirklich, wirklich, den habe ich schon verdammt lange. Nudelholz, Nudelschwinger, die nimmt das Nudelholz. Ja, würde aber sagen, es sind ja durchaus trotzdem genug Mods online. Also, reicht auf jeden Fall. Ach, das wird ein Fest. So viel Kelchu. Hattest du schon ein von Kind an das mit dem Hören? Ja. Wurde so festgestellt, als ich in der ersten Klasse war. Seitdem war es dann offiziell bekannt und so. Hast du mit dem Game Auto Freunde zu werden mit dem Kelchu? Könnte man mal probieren. Bei denen einfach mal eine Flasche geben. Ja, war wirklich interessant, ob das geht. Ja, jetzt wird es auch schon langsam schwierig hier, dem Becher noch was Reis zu bekommen hier. Aber es geht nach wie vor. Du sagst ja vorhin mit der Starthilfe, aber wie soll man die bekommen, wenn das Game nur für Singleplayer ist? Gerne, wenn dein Auto die Batterie leer ist. Und so wie dieser Behälter. Und du einfach eine zweite Batterie hast und die dort zusammensteckst. Dann sollte das gehen. Allerdings habe ich echt. Keine Ahnung, es soll irgendwie angeblich mit dem Bus irgendwie funktionieren. Aber ich habe auch noch nicht so ganz herausgefunden, wie das funktioniert und ob das überhaupt funktioniert. Sollte auch schon vor längerer Zeit eigentlich mal passieren. Und da wir eh in die Stadt fahren, könnte man ja theoretisch gleich mal Sprit mitholen. Kelchu verkaufen, Stadtbahn. Wie sieht's aus mit dem Hashtag Elektrokart? Hahaha, Hashtag Elektrokart. Gutes Stichwort. Der Motor ist drauf. Es ist alles ziemlich, wie soll man so schön, russisch zusammengebaut. Morgen werde ich wahrscheinlich eine Testfahrt machen. Sollte das mir glücken, wird es nach Himmelfahrt, also nach Männertag, Himmelfahrt und so weiter, wahrscheinlich das erste Video geben. Gut. Wir sind müde, wir haben Hunger, wir haben Durst. Was sagt die Uhr? Hunger, Durst ist kein Problem, müde sollten wir auch schaffen. Ja, alles gut. Hunger, ne, ja, Durst, ne, Pissen, dreckig, alles halb so wild. Nehmen wir einfach mal eine Wurst mit. Danke, dass du runterfällst. Komm her. Rock'n'Roll Überwurst. Wo darf das Elektrokart fahren? Das weiß ich selber noch nicht. Es wird wahrscheinlich überall und nirgendwo fahren. Was würdest du gerne an dem Spiel noch verändern? Auf jeden Fall wäre es wirklich meiner Meinung nach cool, wenn man den Bus zerlegen könnte, den LKW zerlegen könnte, wenn man einfach alle Autos, die es in diesem Spiel gibt, komplett auseinandernehmen könnte und wieder zusammenbauen.
Was für ein Elektrokart, das ich momentan in meinem Keller baue. Ja, Real-Life-Videos. Reißt du das Korb mit einem Waschmaschinenmotor an oder was? Nee. Hast du einen Tacho verbaut am Elektroherd? Nein, habe ich noch nicht. Das Ganze werde ich wahrscheinlich einfach übers Handy. Danke, Andi, für den Liter Strom. Bier. Schmecken lassen. Danke, 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 danke. Nee, das Kart hat einen 48 Volt, 1600 Watt bürstenlos Motor mit Steuergerät und so weiter und so fort. Also im Prinzip, wer von euch kennt diese Elektroroller? Also ich meine jetzt nicht diese kleinen, sondern die großen, die du offiziell auch auf der Straße fahren darfst. Und im Prinzip ist das Ganze ein ähnlicher Motor, nur halt auf einem Go-Kart. Und das ist aber nicht irgendein, das ist schon ein richtiger. Uiuiui. Guten Tag. Mach's gut, bis später. Da ist gerade ein Mod drin. Na, ja, Tür zumachen bitte. ja, ich habe Mods drin und zwar sind das aber eigene Mods von den Bekloppten. Und ja. Schlado! Danke fürs Abo und hallo Füchsin und mach's gut Füchsin. Ja, Füchsin macht jetzt. Also zur Schwiegermutter für mich, zu ihrer Mutter. Weil ja irgendwann ein Umzug ansteht und dann geht's ins Haus. Ja, voll geil. Das ist doch bestimmt voll teuer, der Motor. Okay, der Motor kostet 120 Euro. Ist eigentlich noch so eins der günstigsten Bauteile mit. Was wirklich extrem teuer ist an der ganzen Sache, sind die Akkus. Weil der Elektromotor braucht Strom. Und Strom gibt es nur aus Akkus. Und naja, da könnt ihr jetzt hier nicht mit so einer kleinen Batterie anfangen. Nein, nee, da braucht ihr schon extrem viel mehr. Note 2. Wer hat eine Note 2 bekommen? Da noch einmal. Monkey Kong! Und der Streetbiker hat abonniert. Handanker, Bremsen. Autofahren und ich komme hier so schlecht an die Kiste. Danke fürs Abo. Umzug? Ja, nicht heute und nicht morgen, aber vielleicht so nächstes Jahr. Und ein Füchsin kümmert sich jetzt schon mal ums Haus. Aufräumen und. MacGurke. Danke. Gang einlegen. Ein gutes Gurkenbier für dich. Ja, komm, hä? Junge. Die fahren aber auch wieder. Batterie? Nein, nicht 9 Volt. 48 Volt. Kann ich ja dann mal so einen Akku zeigen. Habe ich hier neben mir stehen. Wow. Auf die Straße gucken. Um zu. Was zum Beispiel? Was? Jetzt geht's auch wieder los. Wir müssen hier mal auf die Seite fahren, sonst fährt uns der Typ hier über den Haufen. So, wer war denn das jetzt? Michael Tornat. Danke fürs Abo. Danke, danke, danke. Möchte auch so ein Ding, aber mit einem V8 Motor vom Scania. Du weißt aber schon, wie groß so ein Go-Kart ist. So, Fuchs, du musst das Akkugerät verbauen. Ja, das wäre echt sinnvoll. So ein richtiges Akkugerät. Autobatterie? Jein. Autobatterie, ja, aber ich brauche 4 Stück dann. Mit dem Kunden los hier. Meine Fresse. Erst heizt er rum und dann schleicht er und kommt mit auf der Soße. Mann, Mann, Mann. Hallo, wieso geht der Blinker nicht aus? Jetzt.
Hast du schon Gaspoddy angeschlossen? Nein, aktuell unten noch nicht. Der liegt auch noch hier neben mir auf dem Tisch. Aber immerhin ist der Motor dran und im Testaufbau, ohne Karl, also nur Motor, alles mal zusammengesteckt, hat das Ding auch schon funktioniert. Ja, meine Scheibe liegt immer noch hier. Nice Stream, finde ich voll gut. Jo, der Akkugerät schläft. Und schläft nie. Was? Oh. So, Kollege, jetzt gibt's was zu saufen. Da guckt schon so komisch. Spielst du mit Lenkrad? Ja, Logitech Momo. Wer nicht weiß, wie das Logitech Momo aussieht, na, dort Community Race anschauen. Was ist der Unterschied zwischen der Praxis und einem Elektriker? Was ist der Unterschied in der Praxis zwischen einem Elektriker und einem Elektroniker? Elektriker? Viel Spannung, viel Strom. Elektroniker? Platinen löten, Kleinspannung, 5 Volt, 6 Volt, 10, 12 Volt. Also der Elektriker hat mit entschieden mehr Strom zu tun wie der Elektroniker. Moment, eine heben wir uns auf, die Buch. Das probieren wir aus, ob das der Typ im gelben Auto dann nimmt. Nee, mach mal Nee. was. ¿Qué quieres, Supuagaten? Ah, komm. Ay, la helvete, Supuagaten. Yo me lauta. Aber das ist der beste Kilo. So, kann man den Tisch vollknallen hier. Hörfunk steht unter höherer Spannung. Ich glaube, irgendwie kommt das. War das letzte Mal irgendwie mehr gewesen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich dachte, das letzte Mal hatten wir mehr. Ist ja jetzt noch nicht so viel. Hörfunk steht unter höherer Spannung. Ja, ich bin Elektriker. Deswegen baue ich ja auch ein Elektrokart und kein Benzinkart, weil Benzinkart kann ich mir auch fertig kaufen irgendwie. Ja, gut, Elektrokart wahrscheinlich mittlerweile auch, aber Mahlzeit, Akku, Mahlzeit, Akku, 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 yo. Wir müssen echt ein Akkugerät einbauen. Okay, die ist runtergefallen. Macht ja aber nichts. Dum, dum, dum. Richtige Ladung Killschuh verkaufen. Aber ein Korb braucht es doch mehr von Elektronika als von Elektriker, wenn du 48 Volt sprichst. Ja, richtig. Ich kann ja aber jetzt keinen 230 Volt Motor reinbauen, weil Problem ist, damit ich ja irgendwie ein Verlängerungskabel hinter mir herziehen und was ja schon wieder Kacke ist. Und wir sprechen hier von, ich weiß nicht, wer sich von euch mit Strom ein bisschen auskennt, aber wir reden hier von Stromsteigen von 30, 40 Ampere. Also das hat mit Elektronikern dann wieder. Gibt Kitsche fürs gelbe Auto? Ja, eine Flasche haben wir uns aufgehoben hier. Probieren wir aus, was passiert. 3,6, irgendwie, ich weiß nicht, war das letzte Mal irgendwie mehr. Na gut, egal. Hier ist die Flasche fürs gelbe Auto. Moment, ich hab da was vergessen. Ein Geschenk. Ich habe Elektronik gelernt. Nicht schlecht.
dann weißt du ja, wenn ich von 30, 40 Ampere spreche, was losgeht, ne? Also da ist nichts hier mit Klingelleitung. Und ach ja. Das ist einer von 4 Akkus. 2 Kilo. Ja, wie gesagt, wir reden hier von einem Motor, der 40 Ampere zieht unter maximaler Last. Ja, da wird sich die Elektronik dann wahrscheinlich verabschieden. Nee. So, fahren wir jetzt noch in die Stadt? Ja, ich denke schon. Wenn möglich, bitte wenden. Ist das eine Water-Akku, Rollerbatterie? Nein, das ist ein, irgendwas mit Zell. Wie heißen die? Ah, mal nachgucken. Ultrazell. Ah, Ultrazell-Akkus sind das. Das sind Ultrazell-Akkus. Und die, ja, die sind in Rollern, zum Teil auch verbaut. Wann wirst du einen 24-Stunden-Stream machen? Nun, ich würde sagen, wenn es soweit ist. Können aber noch ein bisschen dauern. Kannst du mal einen 24-Stunden-Stream machen? WC nicht warten, also lieber als Geschenk machen. Null. Ei. Also, wo du in den Auto einen Unfall hattest. Ja, ich hatte öfters mal einen Unfall mit dem grünen Auto. Oder sag bloß, dir ist das gleiche passiert. Habe ich was verpasst? Ja, Pauli, ich habe meinen Akku gezeigt. Erst wenn ich ihn und mit ihm zusammen das neue Beat habe. Nope. So. Wie hast du den Skin verändert? Kannst du ein Tutorial dazu machen? Hab ich irgendwo schon unter Custom-Lackierung Video. Irgendwo gibt es da ein Video dazu. Ah, Mahlzeit! Mahlzeit. Kalkulation. Ich habe nicht genug Bier für 24 Stunden zu ihm. Nein, ich eben auch nicht. Deswegen können wir heute definitiv. Heute definitiv keinen 24 Stunden. Geht nicht. Ich habe keinen MSC, aber wenn ich einen PC habe, dann hole ich mir MSC. Ist auf jeden Fall. Auf alle Fälle gar kein Fehler. Also ist das Card keine Luftpumpe. Nee, keine Luftpumpe. Das Ding gibt's wirklich. Max, stell das Moment an die Werkstatt, dann musst du nicht mit dem Massenkauf fahren. Das Ding ist ja schnell wie Sau. Nee. So schnell wird es jetzt auch wieder nicht. Also, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gebaut. Keine Ahnung, wie schnell, langsam, gut und so weiter das Ding funktioniert. Ein paar technische Daten. Es ist ein wirklich originales, ein originaler Rennkartrahmen. Und der Motor drauf, 40 Ampere, die Akkus sind eigentlich viel zu klein, also ich würde mal sagen, nach 10 Minuten ist der Spaß vorbei. Aber mit der Übersetzung und den Zahnkettenübersetzung komme ich rein rechnerisch, also nur durchs Ausrechnen. Umdrehungen, Getriebe, Reifen, bla bla bla. Wow, Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen. Wieso fährt der auf meiner Straßenseite? Ah.
Das Gerät muss fördern, ja, ja. Wie gesagt, also rein rechnerisch sollte das Ding so zwischen 30 und 40 km/h fahren. Allerdings hat der Typ uns jetzt erstmal voll zusammengemetert. Mann! Ich bin vom Van, nicht vom Satsuma. Ja, 3,5K Video sollte das drin sein. Sterbecounter 23, echt? Herzlichen Glückwunsch, wir sind tot. Na? Gott, das Ding macht aber auch schon Krach wie Sau. Keine Ahnung, ob es mit drin ist. So schnell kann es gehen. Ich habe doch hier letztens echt erst aufgeräumt. Fertig. Benzin, 2 Tag, 5 Liter. Wir 2 Tag Motoren. War mit dem Mobil zum Van. Ja, wollte ich auch machen. Naja, was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Allerdings weiß ich nicht, wie viel Sprit drin ist, deshalb wollte ich mal schnell nachgucken und vielleicht ein bisschen auftanken. Naja, ein bisschen was fehlt, aber nicht allzu viel. Ja, Gold reicht. Ah, Moment. Dynamo am Elektrokord um entlasten. Geht das nicht? Ne, keine Chance. Habe auch schon an Solarzellen gedacht, aber nein. Haben wir natürlich kein Bier dabei, ne? Wisst ihr. Eine ordentliche Limo von einem Diesel Mondeo. Was glaubst du, die Eltern in MSC kommen? Ja, glaube ich auf jeden Fall. Aber ich denke mal, noch nicht mit dem nächsten Update. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger, bis die Eltern wieder kommen. Eigentlich Update? Nein, noch nicht. Aber ich denke, das wird schon.
hier im Chat. Ah ja, ich schaue schon. Es ist ganz gut, dass der Chat aktuell etwas ruhiger ist. Wo fahre ich hin? Ich nehme doch eine Autobatterie. Ich weiß, das ist ein Akku. So, zum Thema Autobatterie. Erstens, ja, Gewicht. Zweitens, eine Autobatterie ist dazu da, um ein Auto zu starten, nicht um einen Elektromotor zu fahren. Die Autobatterie hätte zwar genug Leistung, um den Motor zu drehen, allerdings nur kurzzeitig um den Anlasser, nicht um permanent einen Elektromotor anzutreiben. Dafür ist die Autobatterie einfach nicht ausgelegt. 7 Batterien? Nein, 4. 4 Batterien. 4 Batterien a 12 Volt. Top Speed! Junge, Junge! Das Ding geht auf jeden Fall! Max, wo stehst du in ETS? Keine Ahnung, Frankfurt, denke ich. Da gibt's eben einen Alternator. Ja, freust du dich, Max, dass ich da bin? Na klar! Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Max, die anschnallen, die anschnallen. Was machst du mit den Akku? So, ich bin spät gekommen. Hashtag Elektrocar, sag ich nur. 10 PS? Ne, mindestens 50. Mindestens. Mal Licht anmachen, ne? Ihr seht doch gar nichts. Ah, wo ist mein Bus? Muss eigentlich gar nicht so weit weg sein. Mein Bus. Hä? Wo ist mein Bus? Ach, Moritz ist fucking laut, ja, das weiß ich. Nee, glaube ich nicht, dass er gut beim Stoppplatz steht. Wo ist mein Scheiß? Also. Was ist das? Hey, mein Killschuh.
Mein Bus, wieso steht er hier drüben? Und wieso liegt das Killschuh dort? Gute Frage, nächste Frage. Okay, wow, ist sogar noch die Frontscheibe drin. Bier ist auch noch drin. Gut. So, Kanister, auch noch drin. Na, dann ist ja alles Paletti, Mensch. Hätte auf jeden Fall... Hallo, Zündung. Hätte auf jeden Fall viel schlimmer kommen können. Hehe. Warum bin ich so fröhlich? Ja, so gefällt es mir. Drabantwerkstatt, etwa Elektrokart. Ja, pop, 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 pop. Ich trinke Uso, was machst du so? Was für eine Grafikkarte hast du? Ich habe eine Nvidia GTX GeForce 69 von SMI. Ich habe eine GTX 69 von Zotac. Allerdings Single Fan Edition. So. Moped einladen. Und Killschuh einladen. Hallo, fall um. Ah, das ist echt das Praktische an so einem Moped. Dass man es einfach mitnehmen kann. Und Killschuh für unseren Kumpel. Wer weiß, ob er uns dann ein Friedensangebot macht. Keine Ahnung. Handbremse lösen. Ja, wir sind wieder am Rennen. Unser Toten hat er auch schon gelöst und wird noch rauskommen. Ja. Pause? Jetzt schon? Ja, eine Stunde ist rum, aber... Was? Outlook of Map? Outlook. Kannst du mich grüßen? Grüßt euch alle. Hab ne 79 M Extreme Core Edition von Zotac. Hm, auch nicht schlecht. Aber ich bin irgendwie Fan von extrem kleinen Grafikkarten. Ich mag diese Mini-Grafikkarte. Finde ich schweinegeil. Ich habe mir wirklich lang vor der Pause. Wer weiß. Jetzt muss man ja erstmal blinken. Achso, ich habe ja hier keine Hupe. Ah, hat er schon wieder angesetzt. Schlimm. Das ist auch echt interessant, ob wir überhaupt noch tanken. Huhu, GHZ. Danke fürs Abo. Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall drumrum. Wo ist das Auto mit dir zusammengestoßen? Ja, es ist irgendwo zusammengestoßen mit mir. Hey, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina täällä? Onks tää, osaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tän romunsa kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, me heen vittu jo. Nee, er mag kein Killschuh. Naja, dann halt nicht. Yeah, Paul der Boss hat abonniert. Ach so, Abo-Boy, da ist das laut hier. Los, komm, mach hin. Abo-Boy, voll geil. Was machen die hier so? Was machen die? Naja, was machen die? Egal, wir müssen tanken. Look at
erstmal tanken. Achso, Kanister brauche ich auch. Ah. Weil tanken wichtig. Kann man da ein bisschen Sprit für einen Satsuma mitnehmen und für einen Traktor, weil die brauchen immer Sprit. Was mache ich hier überhaupt? Diesel. Ja, Bus tanken. Max, ich mag Typen, die Typen im Pub irgendwie. Und seitdem ich dieses Spiel kenne, würde ich mal zu gern auch hinten fahren. Und ich will diese Sprache lernen. Hashtag Gummiarme. Oh, an der Ausfahrt nach links und nicht nach rechts. Warum? Wo ist dann mein Sauerkar? Ja, zu Hause. Auf dem Einfahrt. Mein Sauerkar steht in der Einfahrt. So, wir werden gleich sterben. We make MST great again. Ja! Wieso hat eigentlich der Bus eine ordentliche Tankklappe und der Satsuma nicht? Das ist unlogisch. Ja, habe ich mich auch schon öfters mal gefragt, warum der eine hat und der nicht. Ich kann es euch aber leider echt nicht sagen. Was? Ja, we make a mistake great again. Geile Sache, oder? Da ist was los. Nee. La 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 la. Mein Kaffee ist kalt. Bist du selbstständig? Nein, bin ich nicht. Ich bin ganz normal arbeiten, wie jeder andere Abhörer so irgendwann mal das Bußgeld bezahlen kann. Oh Gott, das wird hart. Und alles auf realem Weg. Oho, real Geld verdienen und das Bußgeld bezahlen. Ja, es waren wie viel? 90.000 oder so? Das ist echt viel. Ja, ist ein Angestellter und verdient nichts mit YouTube. Heute! Hashtag Gummiarme. Ja, schau da ausschalten. So, trinken wir fix noch ein Bier. Und dann machen wir los. Was? Das nächste Mal Sommerkarte soll wieder was Großes kommen, stimmt das? Simon Ben, danke, das war jetzt gleich dein Bier. Danke, danke für das Abo. So was Großes kommen beim nächsten Update. Nun, es kommt eine Sportmotorhaube und Feuerlöscher. So viel weiß ich schon mal. Wobei, eigentlich könnten wir gleich noch was essen. Jetzt sind wir einmal da. Ich bin schon wieder gestorben, aber irgendwann kommt er doch an dem Hörbuch YouTube. Cash dazu verdienen. Na ja, mal schauen. Was macht er jetzt? Ah. Einmal frei. So, aber jetzt ab nach Hause. Ah, Brandbeschleuniger. Worthaube ist gleich 2 Kammer schneller. Mindestens. Wenn nicht noch mehr. Absolut ultra fast. Satsuma wird das. Jetzt habe ich ja den dritten Gang noch drin.
völlig unlogisch. Ja, Auto voll, Kanister voll. Ich hoffe, die Tür ist zu. Naja, gut. So, wie Eltern da sind. Na klar. Also ich glaube kaum, das Spiel mit dem Automaten habe ich schon so oft gemacht, habe noch nie gewonnen. Rallye-Streifen 3 km/h, Luftfilter 10 km/h, Sportauspuff 20 km/h. Was haben wir noch so? Was gibt's denn noch so? Und ja, es ist dunkel. Bei mir funktioniert irgendwie die Sauna nicht. Funktioniert nie die Sauna. Halt auf. Habe ich ein Sauna-Video gemacht? Funktioniert. Kannst du den Verkäufer anwinkeln und da bekommst du einen Erfolg für in-game. Habe ich schon. Hat er schon. Ich habe so viele Spielstunden MSC, glaub mir. Ich habe schon ziemlich viel. Ja, bleib ja auf deiner Seite. Danke. Scheinwerferblenden. 7,2 km/h schneller. Ja, genau. Scheinwerferblenden habe ich vergessen. Game meint er. Wow. Hey, gibt es irgendwas Neues in meinem Sommerkart? Nein, gibt es nicht. Deswegen machen wir heute auch keine 4 Stunden mein Sommerkart. Links, nicht rechts. Ja, aber wieso soll ich denn links langfahren? Ist doch länger. Doch viel länger. Wenn wir sonst wie rumfahren. Oh, bitte, 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 Automat. Oh, 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 oh. Was soll ich denn an dem Automat gewinnen? Da zocke ich nur meine ganze Kohle. Nee, 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 nee. Ich habe keine Spielsucht. Nee. Vielleicht haben wir mal. Da, 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 da. Dieses Auto wackelt schon wieder. Da, wo war im Kofferraum? Da bin ich über 250. Aber nur, mit, wenn man mindestens 1000 Watt hat. Du musst mindestens 1000 Watt haben. Der gelbe Bus. Nein, kürzer. Ja, nee, da muss ich aber dann hier diesen Feldweg fahren. Bodykit. Genau. Hörbuchs ist gleich Anti-Spielsucht. Komischerweise funktioniert bei mir die Sauna nur, wenn ich da drauf pinkle. Ja, dann hast du nicht getroffen. Ich will der Verfolgungsjagd auf dem Moped. Wieso der Titel? Cool, oder? Funktioniert doch. Ja, weil, keine Ahnung. Na, war irgendwie einfach mal so. Nehmt mir bitte nicht übel, wenn der Titel und das Thumbnail etwas extravagant sind heute. Naja. Da vorne ist ein Licht. Hab einen Like da gelassen. Yeah, danke. 200 echte oder angegebene? Angegebene, echte. Echte doch nicht. Nur angegebene. Yeah, ich hab 9000 Watt Subwoofer. Und am Ende hat er 100 Watt. Nur ein Spiel. Ja, ich bin doch schon längst wieder weg. Außerdem bin ich dreckig wie Sau. Und wenn man dreckig ist, dann kann man sich da nicht so in der Öffentlichkeit aufhalten. Müde ist er auch. Durst hat er. Thumbnail und Titel ist gleich Innovation. Ja, und kein Clickbait. Kein Clickbait, weil ich zeige ja nichts, was ich hier nicht mache. My Summer Car ist ein einziges Fragezeichen. Manchmal dieses Spiel. Weil manchmal brauche ich mich echt, was hier passiert. Was? Bei Felix? Bei Felix, Sonntag, bei Felix. Danke fürs Abo. HSP, X-Station. Was? X-Station, bring dir weg. Mahlzeit. Wow. Bin länger. Bin aber gleich, was? Ja, alles cool. Eine rundliche Stufe. Mhm. Da musste ich schon eine Metalltreppe nehmen, weil mit den Holztreppen, die Stufen, die halten das nicht aus. Entschuldigung. Ah, jetzt geht das wieder los. Ah, ab nach Hause. Ab nach Hause. Ab nach Hause.
Ich muss ins Bett. Deswegen gibt es keine 32er Wucher. Na, wo es Abo bei 300 km/h schneller. Mindestens. Da hast du dann auch 5000 PS. Bis wie viel Uhr geht der Stream heute? Muss 5:30 weg. Ja, so lang wird er wahrscheinlich nicht gehen. Also bis um 5. Und dann vielleicht 5:30, aber dann ist echt schon das Maximale erreicht. Gab es da nicht sogar noch was Größeres, dachte ich? Jetzt komm ich hier. Jackhammer-Ding, Automate bitte. Ja, der Automat steht sonst wo, da fahre ich jetzt nicht wieder hin. Vielleicht nach der Rallye, wenn wir es schaffen, heute die Rallye mal zu fahren. Dann vielleicht Automat, aber, ja. Was hast du einen lieber, Hund oder Katze? Da lege ich mich jetzt echt nicht fest. Hund ist cool, aber Katze ist irgendwie auch cool. Also ist beides. Wird langsam echt ganz schön dunkel. MDX Jackhammer ist doch der größte der Welt. Ja, genau dieses Ding meine ich. Also der MDX Jackhammer, war da nicht größer? Auf dem Handy ist das Bild einfach zu klein. Es wird Zeit, ich lange wieder mit dem umzeigen. Na klar, eine Golden PC ist auf jeden Fall besser wie ein Kartoffel-PC. So viel steht schon mal fest, weil die Golden einfach größer ist wie die Kartoffel. Es sei denn, du hast so eine Riesenkartoffel an PC, dann sieht es nur gut schlecht aus. Aber keine kleine Kiste. Ja, Kistenbau ist auch. Hast du eigentlich eine Frau, wenn ich fragen darf? Ja, hab ich. Die ist aber jetzt aktuell leider nicht zu Hause. Hat dich vorhin verabschiedet, da. Ja, hab das gesehen. Bitte im Dank, 48 km/h langsamer. Da war mal der große Baby, wenigstens alle Küste. Ah ja, die Diskussion über Subwoofer ist ausgebrochen. Voll geil, irgendwie. Ich bin aber irgendwie aus dem Alter raus. Meine Güte, ist das weit bis nach Hause hier. Ich hab nie gedacht. Ah, da ist das Haus, ist der See. Wird Zeit zu pennen. Mit 21 Zollräder auf ihren Karren. Vielleicht auch so eine Sache, die ich irgendwie völlig sinnlos finde. Ernsthaft, ich habe doch wieder ausgeschaltet. Eigentlich dürfte ich doch gar nicht anrufen. Wie teuer ist MSC? Aktuell glaube ich 15 Euro oder so. Weiß ich aktuell nicht. Aber mein Vater hat mal eine 10.000 Watt Anlage. Da haben wir es. Over my 1000. Jetzt pissen wir hier die ganze Wohnung noch voll, gehen ins Bett und machen eine kleine Pause. Jetzt ist es soweit. Echt, jetzt ist schon Licht an. Na. Ich selbst. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Schneller als Kartoffel, aber langsamer als ein Apfel. Also eine Gurke. Das ist geil. Gefällt mir. Wie kreativ man hier. Over 9000, Herr Fuchs. Anime-Fan? Naja. Ein bisschen. Aber ab ins Bett. Wir machen eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Oh, die Facecam ist ja auch an. Warum?
Geht weiter. Geht weiter. Oh, Moment, was ist hier los? Gut, alles klar. So, dreckig. Oh, jetzt ist Samstag. Rallye-Time. Rallye-Time. Wir sind dreckig und es ist Rallye-Time. Moment, haben wir jetzt den ganzen Freitag verpennt? Ja, ein Ding. Cool, es ist jetzt schon Samstag. Das heißt, wir können jetzt die Rallye direkt gleich fahren. Um dann wieder unsere Einzelteile aufzusammeln. Ganz toll. Noch mit Meldung dort, Maxi. Du musst auch viel zahlen mit der Luft. Hol ihn zurück. Samstag, Rallye-Time. Na, ja, fast. Das mit dem Werfen muss ich auf jeden Fall noch üben. So, Sauna. Problem ist, du musst hier dieses Ding nehmen, für die, die es vorhin gefragt haben. Und dann am besten mit dem Punkt, also so hinstellen, damit quasi dieser Balken hier mit dem Gerät eine Linie bildet. Und dann hier so auf diese Linie zielen und das Wasser werfen. Dann triffst du auf jeden Fall. Ganz klare Sache. Ja, zack. Funktioniert. Ja, das könnte man schon fast unter Spam sehen, aber wir können ja mal lassen. Wäre echt nicht klug, den Satsuma mehr Sturz zu geben für die Rallye. Ja, geht ja leider nicht. Man kann ja leider, ich könnte die Vorspur, also die Räder vorne noch ein bisschen weiter nach innen drehen. Ob das allerdings jetzt so einen guten Effekt hat, weiß ich nicht. Mehr Vorspur, weil am Sturz kann man leider nicht viel verändern. Wo ist Skinny? Weiß ich jetzt aktuell nicht. Ich glaube aber, der ist arbeiten. Hörfuchs, der Sauna-Spezialist. Oh, ich glaube, wir müssen noch mal was trinken. Ah, ganz wichtig. Gut, soll er auch reichen. Oh. Raus hier, Rallye. Ja, die in My Summer Car, die Rallye. Mensch, Fauli, was denkst denn du wieder? So viel Zeit muss sein. Aber eigentlich müssen wir fast nochmal, ich denke, Spur einstellen. Hashtag Spur einstellen, Spur einstellen. Wobei eigentlich bin ich mit der Spur so, wie er war, ganz zufrieden. Aber auf jeden Fall Flüssigkeiten kontrollieren. Kommt jetzt nochmal Rallye? Ja, wir haben sie ja immer noch nicht gewonnen. Also. Und beim letzten Mal war das Problem, dass wir die großen Federn eingebaut hatten, was uns dann leider extrem zum Verhängnis geworden ist. So, Getriebesand. Auch wenn irgendwie hier das Ganze nicht so ganz passt, aber macht ja nichts. Piss mal auf die Sauna, hat ja schon jeder gemacht. Ich spur zufrieden. Nee, ich ja, aber das wiegst du dann wieder 50 Meter in der Luft und das Auto kommt dann genauso wieder auf. Marc, es gab es bei dir gestern dann auch einen heftigen Sturm. Ging eigentlich. Also es war zwar Gewitter und so. Kurz, aber heftig. Aber jetzt nicht unbedingt sonst was für Sturm oder so. Gut. Brauchen wir nicht mehr. So, das würde auf jeden Fall schon mal passen. So, Kühler. Wieso liegt das hier eigentlich alles so komisch rum hier? Bom, 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 bom. Heute noch Rallye. Ja, wir fahren die Rallye und dann machen wir was anderes. Gut, Kühler ist voll. Weg damit. Bremsflüssigkeit und so, brauchen wir das eigentlich? Wort bitte vergessen. Da, ba, 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 ba. Dum,
dum 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 dum. Scheint alles zu passen. Sehr schön. Eine kleine Kaffeezeit, die du für uns opferst. Ich opfer die nicht für euch. Ich mach das wirklich gern. Ich mach das wirklich verdammt gern. Spielst du heute noch Jalupi? Naja, nicht wirklich. Jalupi, ich weiß auch nicht. Jalupi ist irgendwie immer das Gleiche. Du fährst los, dein Auto geht kaputt, du fährst wieder zurück, dein Auto baust dein Auto wieder, fährst wieder los, dein Auto geht wieder kaputt. Irgendwie. Also auch nicht uninteressant, dieses Jalupi. Am Anfang ganz cool, aber dann irgendwie uninteressant. Und danke an die Abo-Breu nochmal für dich. Ah, einer der wirklich verrücktesten Spender überhaupt. Wo ist eigentlich Skinny? Ich glaube, Skinny ist auch mein. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Kurz vor 10. Eigentlich ganz cool. So, haben wir Bier mit? Bier haben wir mit. Gut, das ist das Wichtigste überhaupt. Ansonsten, ja, okay, Türen lassen wir dran. So, okay, wir schwanken ein wenig, aber macht ja nichts. Naja, wollen wir den dazu mal wieder zusammenkloppen. Skinny antwortet nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn so schockiert. Mahlzeit. Ah, so, Moment. Apropos Sitz. Bau den Sitz raus, dann bist du leichter. Halte ich echt für ein Gerücht. Und im Normalfall ist bei einer Rallye auch ein Beifahrer drin, der mir sagt, wo ich langfahren muss. Aber irgendwie hier nicht. Deshalb bleibt der Sitz drin. Es bleiben alle Türen dran, weil... Nee. Rallye-Auto ohne Türen und ohne Motorhaube und so, wie sieht denn das aus? Naja, mit mir war ihm zu teuer. Achso. Was für ein AF fährst du mit dem Satsuma? Air Fuel Radio. Okay, momentan ist die Kiste noch kalt, aber wir werden es dann sehen, wenn er warm ist. Die Anzeige ist ja da, zum Glück. Aktuell fahren wir 13. Er wird auch langsam warm, also alles gut. Könnte was werden. Wird es mal wieder eine Horrorwoche geben. Wir werden sehen. Wie viel PS hat er dazu? Kann ich echt nicht sagen. Also ich habe die besten Teile verbaut. Und ja, und wer Horror will, kann gern bei Skinny reinschauen. Der macht öfters ja Horror. Gegen Tür und Motorhaube habe ich ja nichts. Aber der Sitz muss raus, oder? Na, nee, der Sitz bleibt drin. Ja, haben da wieder Resident Evil 7B. Ja, Resident Evil könnten wir auf jeden Fall mal wieder spielen, aber da warte ich eigentlich noch, bis das Story-Update kommt mit Not a Hero. Und dann könnten wir durchaus mal wieder Resident Evil 7 spielen. Genau, bei Skinny gibt es aktuell Outlast 2, auch sehr makaberes Spiel auf jeden Fall. Also wer auf Horror steht, dem kann ich das echt nur empfehlen. Fährst du hin? Gerade hat eingeschaltet. Wir fahren jetzt auf jeden Fall noch die Rallye. So viel Zeit muss sein und dann schwenken wir um auf ETS, denke ich mal.
war so oft über die Gleise. Hoffentlich ist der Zug nicht im Weg. Gini hat er sehr wesentlich viel unterhaltsamer. Welches anderes Projekt? Was hat er denn noch? Ach hier, Life is Strange. Ja, auch cooles Spiel. Okay. Hier können wir doch gleich mal jemanden rausknallen. Mann. Was ist hier los? Wieso kommen die hier rein und wollen mich beschimpfen? Kurz lang nichts mehr gehört. Wie geht's denn so? Alles cool. Zwischendurch gab es ein bisschen Stress, aber alles hat sich wieder zum Guten gewendet, wie man so schön sagt. Wo ist denn dieses... diese Startlinie? War das wirklich so weit hinten? Ich schaue mir noch NST zu Ende. ETS 2 kann ich dann leider nicht sehen. Ja, nicht so schlimm. Lalalala. Kannst du mal BMG Drive spielen? Outlast 2 ist der Hammer an Horrorspiel. Geil. Ja, genau. Also, Outlast 2 werde ich persönlich selber nicht spielen. Gibt es bei Skinny live. Mit Strich in der Hose, brauner Strich in der Hose, Barometer. Wie auch immer man das nennen möchte, schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Auf was spielst du? Ja, auf meinem PC natürlich. Auf was denn sonst? So, was haben wir denn noch? Schließt eine Tür, öffnet sich eine andere. Bist du MFG? Was? Wenn du heute, kann ich mitfahren, weil ich heiße jetzt, ich heiße jetzt wieder anders. Ach, warum heiße ich denn? Oh, falsche Taste. Gut, wir haben alles drin. Ja, glaub an Slenderman. Meine Frau, Freundin, wie man es sehen will. Züli. Herr Burks hat unterschrieben. Na dann, wollen wir mal. Mal nehmen wir eine gute Position ein. Scheint auf jeden Fall zu passen so. Gefällt mir ganz gut. Alle Anzeigen im Sicht. Gut. Gut. Oh, Gottes Willen, jetzt bin ich wieder aufgeregt. So, dann, ich schaue jetzt nicht auf den Chat. Viel zu früh gescheiden. Oh. Ich glaube, ich bin trotzdem noch zu langsam für das Ganze, aber egal. Ankommen ist wichtig.
Ja, ich muss schneller fahren, aber ich trau mich einfach nicht. Da. Das passiert, wenn ich schneller fahre. Ach Mann, ich hasse dieses Spiel manchmal. Ah, Gottes Willen. Ah, das mit den Schalten klappt aber auch irgendwie nicht immer. Ach du Scheiße! Ah, Gottes Willen. Überschlag Nummer 2. Halt auch irgendwie komisch, dass mir keiner sagt, wo die Kurven lang gehen. Ich meine, ich kenne die Strecke jetzt zwar schon ziemlich gut, aber... Oh, zu sehr gebremst. Ich kann jetzt echt leider nicht eure Fragen beantworten im Chat, weil ich echt hier Stress habe. Oh oh. Oh, oh. Soweit kann das doch eigentlich gar nicht mehr sein. Oh, gefährlicher Hügel. Sprungkuppe. Da. Gut. Alles cool. Ja, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. War echt verblüffend, dass irgendwie so wahrscheinlich noch so ziemlich alle Teile am Auto dran sind. Oh Gott. Nein. Okay, Auspuff ist nicht so schlimm. Auspuff ist nicht so schlimm. Geht auch ohne. Wir sind fast im Ziel. Wow. Ja, immerhin sind wir am Ziel angekommen. Ist ja schon mal nicht schlecht.
Oje. Oh, abgedreht. Oh, Gottes Willen. Aber unglaublich. Wir sind im Ziel. Und wir haben wahrscheinlich verloren, aber naja. Hey, dritter Platz. Na, immerhin. Schade. Schade. Nur dritter Platz. Aber was soll es? Erinnerungsfoto. Voll geil. Einfach ziemlich an der Strecke. So, wollen wir beide mal was unternehmen? Puh, 4 Sekunden schneller wäre der Platz 1 gewesen. Ja, das. Es hat nicht viel gefehlt. Ich meine, dieser ein Dreher weniger. Hallo? Naja, immerhin. Renn damit. Bierher. So, was wollte ich noch? Ah, zocken wollten wir noch. Bitte mehr Vorspur, hätte es nicht 4 Sekunden gemacht. Auf jeden Fall, also Rallye. Müssen wir auf jeden Fall noch öfters machen. Ich will die irgendwann gewinnen. Der Schogi war so schwer. Kann sein. Ein Überschlag weniger. Und das hätte geklappt. Hey, dritter Platz, immerhin. Das ist schon eine Leistung nach 3 Überschlägen. Hey, wir machen eine Runde zocken gehen, komm. Gehen wir doch mal eine Runde zocken. Es wurde sich gewünscht, ich soll einmal Automat spielen. Also ich spiele mal Automaten. Tervetuloa te, kun sinä kanssa vaan oletkin. Komm, wir hauen jetzt einfach mal 100 solche Dinger hier rein. Volles Risiko. Und. Nee, Moment. Und. Scheiße, nix war's. Oh, kommt noch einer. Ja, lohnt sich überhaupt nicht hier. Komm, komplett. Habe ich jetzt was gewonnen? Nee, weiß ich nicht. Los. Na, nur Mist. Oh! Die halten. Weiter geht's. Los. Das Gerät macht super Beats. Eigentlich los. Komm. Oh! Da ist die Mike. Weiter geht's. Komm. Noch einer. Und! Scheißdreck. Los, weiter geht's. Gib mir die Mike. Ach komm, wir behalten einfach mal die 2 Köpfe hier. Nee. Nee. Ich will die Mike halten. Los. Welchen von den Max? Auf welchem Server spielst du nachher in ETS 2? Entweder Euro 4 oder Euro 5. Das weiß ich noch nicht genau. Oh! Ach, scheiße. Ah, ja, ich habe schon 95 gewonnen. Der gelbe Knopf, da bekommst du das Geld. Ja, ich bekomme aber auch hier. Ich will hier die Dinger will ich haben, eigentlich mal so. Alle 3. Oder mal 3 Münzen. Das wäre geil. Einfach mal so richtig Jackpot.
Sport. Weiter geht's. Oh, Moment. 3 Sekunden. Sind das die? Sind das die? Ja, hey, das waren 9. Das sind 9. Voll geil. Weiter geht's. Wir haben schon Gewinn gemacht. Wir haben schon Gewinn. Und, nein! Okay, weiter geht's. Ach komm, auszahlen. Bringt einfach nichts. Benutze die Buttonbox eigentlich auch in MSC? Ja, ich benutze die auch in MSC. Zum Beispiel für die Scheibenwischer und solche Sachen und... Eigentlich müssen wir jetzt unseren Auspuff gleich mitnehmen. Herr Fuchs, heißt du auch so in Steam? Ja, ich heiße so auch in Steam und der Link müsste auch irgendwo unten in der Beschreibung mit drin sein. Und jetzt erstmal Auspuff holen. Ich würde sagen EU4, ja, ich denke, es wird dann EU4 werden. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ja, was schwebt dir denn so vor als gemeinsames Projekt? Wäre mal interessant. Oder da war glaube ich noch weiter vorne. Max, deine Skills werden immer besser. Ja. Danke. Allerdings weiß ich jetzt aktuell noch nicht genau, wo mein Auspuff liegt. Gratuliere zu wieder den Abonnenten. Danke. Wo ist denn mein Auspuff? Worauf du immer Lust hast. Ah, Moment, hier sind irgendwelche komischen Spuren. Heißt, er könnte hier liegen. Er könnte, er muss aber nicht. Max, stehst du in der zweiten Reihe bei der Werkstatt? Nein. Dort stehe ich auf jeden Fall nicht mehr. Und wisst ihr was? Scheiße auf den Auspuff. Den können wir anders mal auch noch holen. Oi. Der Rahmen ist aber ganz schön verzogen. Wir fahren nach Hause, weil... Ah. Hätte doch viel mehr. Sportauspuff. Leistung. Ja, okay, jetzt können wir uns den Motor von unten anschauen. Auch schön.
der Bierkasten ist im Weg. Das wird jetzt echt interessant. Was tun, wenn das Auto auf dem Dach liegt? Wie wär's mit R-Faktor? Ach, ich weiß nicht, R-Faktor, ich mag R-Faktor irgendwie nicht. Schön, wir bekommen das Ding jetzt wieder auf die Beine gestellt. Geht doch das letzte Mal so schön. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Naja, wisst ihr was? Ich glaube, wir lassen den jetzt einfach hier liegen und super. machen jetzt noch eine kleine Pause. Ich baue um auf ETS 2 und dann sehen wir uns gleich wieder bei ETS 2, auch wenn die Karre jetzt hier einfach im Dreck liegt. Naja, was soll's. In diesem Sinne, kurze Pause, Raucherpause, Pinkelpause, Umbaupause. Bis gleich bei ETS 2.
Jetzt hört ihr mich wieder, oder? Und Mucke ist auch an. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Wieso ist das Spiel eigentlich so leise? Gute Frage. Nächste Frage. Jetzt ist es wieder zu laut. Jetzt ist es wieder zu leise. So, aber jetzt. Jetzt sollte das eigentlich ganz gut... Nein, passt nicht. Es ist zu laut. Scheißdreck. So, mal so probieren. Ja. Max, dann muss ich jetzt noch abnehmen. Ja, ja, ich hab's geändert. Ihr solltet mich jetzt gleich wieder hören. Also, ihr solltet mich auf jeden Fall hören. Gut, Auftragsangebot. Ja, was haben wir hier? Natürlich haben wir nichts. Also, Trick 17. Ja, ist ja gut. Ach so, ich habe ja mittlerweile auf Handschaltung umgestellt. Oh, der hat eine Eisenbahn. Ich will auch so einen Zug haben. Mann. Gibt's hier so einen Zug? Ich will so einen Zug fahren. Oh, ich sehe einfach nichts. Wo ist eigentlich hier die nächste Werkstatt? Ich muss hier mal ganz schnell eine Werkstatt kaufen. Und dann können wir auch einen Zug fahren. Vielleicht. Ich weiß noch nicht genau. Ich mag Züge. Ja, ich mag auch Züge. Ach, und wir haben dran gewöhnen, diese manuelle Schaltung, weil ich das jetzt noch nicht allzu lange gemacht habe. Oh, ich bin eigentlich schon wieder viel zu schnell. EU 4. Und wie ist sich für einen richtigen Trucker gehört? Raus. Nee, Pauli. Weißt du, ein kleiner Teleport-Trick, damit mein Frachtmarkt wieder funktioniert. Und dann schauen wir mal, wo es hier in der Nähe diesen Zug gibt. Ich will auch diesen riesen Zug fahren. Also, kurz hin und her teleportieren und dann... Uiuiuiui. Nee, Moment. Rückwärtsgang. Komme ich gleich wieder nach Frankfurt und dann hoffe ich mal, dass wir den Zug bekommen. Du kannst auch schlagen. Ja, siehst du, wenn ich hier rechts... Hast du das rechts unten gesehen? Ich bin nicht müde. Ich kann nicht schlafen. Also teleportieren wir uns kurz nach Leipzig und wieder zurück. Und dann wird alles gut. Oh, wie war so mein Video? Ja, auf jeden Fall cool. Schönes Schwänzchen hast du da dran. Alles Gute, Mahlzeit. Wo bist du? Jetzt bin ich gleich in Leipzig und dann bin ich gleich wieder in Frankfurt. Und dann schauen wir mal, wo es diesen Zug gibt. Ich will diesen Zug haben. So, jetzt wieder rein. Wieder zurück teleportieren. Ja. Zack, wieder ab nach Frankfurt. Und schon haben wir... So, also sollte... Der Frachtmarkt wieder funktionieren. Ja, da habe ich MSC verpasst. Ja, nicht so schlimm. Wir haben mal wieder das Auto zusammengehauen. So, Frachtmarkt. Frachtmarkt. Moment, ich habe hier doch Fähigkeiten. Hochwertige Fracht. Klar, mach mal auf jeden Fall. Auftragsangebot. Frachtmarkt. Ich habe heute Geburtstag, Wuchs. Alles Gute zum Geburtstag. Alles, alles Gute. Gewicht der Ladung. Okay, es gibt einfach keinen Zug aktuell. Von Hannover? Nee. Travo wäre auch cool eigentlich. Berlin, Berlin, Berlin. Ist hier irgendwas? Kabeltrommel? Nee. Mannheim? Gibt es in Mannheim irgendwas? Ach so, ich kann das ja wieder nicht anrufen, weil... okay. Tonträger? Was gibt es in Kassel?
Kassel gibt's auch nichts. In Erfurt? In Erfurt gibt eine Blanierraube. In Nürnberg? In Nürnberg gibt's immerhin den Kran. Nürnberg, Frankfurt, ja schön, da fahren wir ja hin und zurück. Ja, auch mal. Ist auch doof irgendwie, oder? Gewicht der Ladung. Nach dorthin fahren ist mir zu weit. Von Duisburg aus könnten wir einen Kran fahren. Bei Leipzig, Betonteile, ich weiß auch nicht, irgendwie gibt es hier nichts wirklich Interessantes. Aber ich glaube, wir fahren nach Duisburg und holen doch mal den Kran ab. Oder? Ja, wir fahren mal nach Duisburg. Ja, ich weiß, dass mein LKW zu klein ist. Macht aber nichts, auf geht's! Pauli, folge mir. Wann kommt mein Dauerkart? Mein Dauerkart vorbei. Komm, Pauli, mir nach. Folget mir, ich muss einen Kran abholen. Und an alle, die mitfahren, beachtet bitte, ich habe manchmal echt massive Desynchronisation. Okay, das Faultier fährt nicht mit. Oder? So, auf geht's. Wo fahren wir hin? Nach Duisburg und holen dort meinen Kran. Oh, ich bin schon wieder viel zu schnell. Oh, ne, das ist ja doof. Hm, ja, leider, leider. Hey, ja. ist eh besser, als alles sehen sollen. Ne? Huch. So, also dann. Tempomat auf 80. Schön 12. Gang. Auf geht's. Okay, Pauli, was ist los? Ja, auf geht's nach, wo wollen wir? Nach Duisburg, genau, nach Duisburg fahren wir. Wir haben keinen Auftrag. Navi nach Duisburg, Kran abholen. Oh. Ah, ein bisschen hart hier um die Kurve. Wie viele mehr hast du nun beantwortet? Oh je, etliche. So, Spritzsparmodus. Schön, mit 80 über die Autobahn gondeln. Das macht Laune. Wer fährt mir eigentlich hier hinterher? Keine Ahnung. Oh. Auf jeden Fall der Punkt grün. Cool. Mach mal ein Video. Ja, okay, ich habe eine Frage. Wie kann es sein, dass unser MSC das Öl... Alles läuft mega schnell und ich habe es schon zum Mechaniker nicht repariert. Gute Frage. Keine Ahnung. Kann ich dir jetzt echt nicht sagen. Das Problem hatte ich selbst noch nicht. EU2? Nein, EU4. In Pause. Wann kommt mein... Ja, genau, okay. Ich habe vergessen. Ja, das kann wirklich sein. Das kann wirklich sein, dass du vielleicht diese Ölablassschraube, die unten dran ist, vergessen hast.
wäre echt eine gute Möglichkeit. Oder, oh, was macht Fauli? Oder du vielleicht vergessen hast, irgendeine Schraube von der Ölwanne anzuziehen, weil im Normalfall verlierst du so viel Öl nicht mit einmal. Kann eigentlich nicht sein. Was? Ach so, ist ein Mechaniker gebrochen. Wo fährt denn Fauli hin? Oh Gott, hier haben wir jetzt schon wieder eine massive Desynchronisation. Oh Gott. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Ah, das will, was macht der? Jetzt scheint das Ganze wieder halbwegs zu laufen. Oh, Kacke, Kacke, ich muss hier runter. Oh Gott. Ja, Fauli, man sollte halt auch mal auf die Straße gucken. Ah. Bremse mit Gas verwechselt. Oh. Ja, so schnell geht's. Oh Gott, die lecken heute aber alle ganz schön rum. Dann fahren wir ihn einfach mal hinterher. Ich nenne das mal einen Kopf an Kopf rennen. Badabum. Oh, 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 oh. Okay, er fährt echt ziemlich langsam hier. Deutsche Eisbruch, schwere Eisbruch, auf jeden Fall. Ich bin mich eine. Was hast du bei meinem Sommercar gemacht? Ich habe etwas Geld gemacht, bin in der Rallye Dritter geworden und. Hab dann leider mein Auto auf dem Dach auf das Dach gesetzt. Meine Güte, manche Leute könnten hier echt wieder nicht fahren. Ist ja grausam. Schlimm. Hallo, ich bin dein größter Feen. Nicht schlecht. So, gemütliche Runde mit 60. Ach, Mann. Was ist denn hier los? Ja, Sniff ist das, der da noch hinterher fährt. Ah. Ich bin auch ein Feen. Das bezweifle ich. Es gibt noch mehr und mehr. Ach, Leute, kommt. Streitet euch doch nicht. Ist genug Platz für alle da. Wirklich. Dann kommt ein neues Date bei My Summer Car. Nun, es wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern. Heute glaube ich nicht, dieses Wochenende glaube ich fast auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Ha, ich kann sehr gut Hochdeutsch sprechen, aber nicht gut schreiben. Macht ja nichts. Reicht, wenn du es sprechen kannst, wobei schreiben. Wobei schreiben manchmal auch ganz cool wäre. Sind wir nicht alle Feen? Nun, ich denke schon, dass wir alle Feen sind. Ja, schön gemütlich. Fahren wir dahin.
ohne Auflieger. Mit einem Schwertransporter hinter uns. Coole Sache auf jeden Fall. Ah, hier fährt jemand Kräne. Und hier muss erstmal wieder extrem überholt werden. Irgendwie fahren die fahren alle Kran. Ich will auch so, ich will auch Kran fahren. Hashtag Hörfuchsfeen. Ich bin auch Feen. Ach ja, so ein Tempomat ist echt irgendwie eine coole Erfindung. So schön. Oh. Schön zum Sprit sparen. Coole Sache auf jeden Fall. Sollte alles gut bei dir. Was macht das E-Projekt? E-Projekt? Ich werde morgen, wenn alles klappt, vielleicht eine Testfahrt machen. Und dann geht's nach Himmelfahrt oder Männertag, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Los mit den ersten Videos. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. Hier sind eigentlich 30. Macht aber nichts. Ja, Fauli, ganz toll. Ja, genau. Nach Himmelfahrt wird dann losgehen mit den ersten Videos über Skat. Live über WS hier und live über das Internet. Okay. Handy, okay. Ich habe ED2, aber weiß nicht, wie man es auf einen Server komme. Ja, Truckers MP ist das Zauberwort. Alter, was macht Fauli da vorne schon wieder? Ich mag LKWs. Ja, ja, magst du? Wie findest du hier mein kleinen Volvo? Ha? Gefällt dir der? Ist der schön? Ist der jetzt nicht so dein Ding? Oder was meinst du? Schöner kleiner Volvo FH16 Classic. An sich schönes Gerät, finde ich. Ich mag auf jeden Fall die Lackierung. Gefällt mir wie Sau. What? Hast du eine Freundin? Ja, hab ich. Sag Bescheid, komm vorbei. Ich weiß, du wohnst nicht allzu weit weg. Achso, vielleicht sollte ich ja mal hier schreiben, wie schnell wir fahren. Dass die anderen Bescheid wissen. Juhu. Ich auch, ist mega geil. Mein Papa fährt immer hin. Cool. Ja, ist schön. Weil er kleiner ist, Hörfuchs. Was? Und unter der Rahmteil. Was für Ding? Jo, ich mag den. Schön. Freut mich, wenn du ihn magst. Auch wenn er nur ein ganz kleiner LKW ist. Aber ich weiß auch nicht. Ich finde diese riesengroßen LKW. Ich meine, klar ist cool, so ein bisschen Schwertlast-LKW. Aber ich weiß auch nicht. Na ja, wenn man die kleinen LKWs. Ich bin zwar auch ein Fan, aber nicht dein größer und geile Lackierung. Hashtag guter Stream. Abo treffen in meiner Stadt. Ist das Houston? Ganz schön weit, ne? Ich meine, bringen wir überhaupt 4000 Leute bei euch unter? Das könnte schwierig werden, oder? Es geht nach Duisburg, oder? Hast du gut erkannt. Genau. Überwachs hast du Knight Rider. Mahlzeit, ihr Trucker, Nein. Mahlzeit. Geht der Volvo jetzt unter dezentes Tuning? Ja, der zählt jetzt so unter dezentes Tuning. Was hast du für Internet oder WLAN oder LAN? Also ich habe auf jeden Fall eine 1&1 16.000er Leitung. Der Zug ist zu dick. Deswegen fahre ich auch nur ein Dings. Ich habe wieder 1600er 1&1. Jetzt kommt hol dir doch 50M Leitung. Ja, gibt es nicht. Es gibt hier, wo ich jetzt aktuell wohne, nicht mehr
wie ich aktuell habe. Mehr geht einfach nicht. Deshalb mit 1M Upload lässt sich im Stream meist nicht viel machen und deshalb ist das mit dem Inhalt alles nicht ganz so einfach. Woher ihr wissen, dass Houston... Ja, Sergeant Maxi hat das so oft verraten. Wann ist Dezember Umzug geplant? Also dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Nächstes Jahr dann wahrscheinlich. Und dann hoffe ich wirklich, dass es besseres Internet gibt. Und ja. Schauen wir mal. Also ich glaube, es geht dann nach Duisburg. Ich glaube, den Kran holen wir irgendwo anders in Luxemburg ab. Kannst du mal ein Abo treffen in Gottes Willen? Wo ist das denn? Cool, wir fahren einfach mal im 12. Gang los. Weil wir es können. Wenn auf unseren Zugtransporter auf jeden Fall noch warten, ja. Ja, er kommt auf jeden Fall, gut. Ah, der Zone-Paul steht hier rum. So, jetzt können wir hier mal auf 80 beschleunigen. Auch wenn hier 90 sind, Abo drin in Bayern. Der Preis muss... ja, genau. War Flutschi schon da? Ja, Flutschi war auf jeden Fall schon da. Kennst du mich? Kennst du mich? Kennst du mich? Kenn ich dich? Kenn ich dich? Kenn ich alle? Oder wie? Oder wie soll das funktionieren? Wie meinst du das jetzt? Ach, ich immer gesagt haben sollen, greifen, Houston, Abo treffen, selbst machen, ausmachen, bla 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 bla. Keine vulgären Worte verwenden in deinem Alter. Nervig? Nö. Kannst ruhig da bleiben. Ist immer eine schöne, willkommene Abwechslung. Auch mal ein bisschen weibliches Publikum zu haben. Noch 75 Kilometer, dann habe ich auch einen Kranwagen. Geil. Indem wir Schwerlast machen. Und das live mit meinem Mini-LKW. Hörbo, scannt, dezent, alle seine Abonnenten. Oh, da habe ich wieder was angestellt, oder? Ich hoffe, er sieht uns, ja. Hi, kennst du... Ah, jetzt geht das wieder los. Es soll doch hier jetzt keine Namen von anderen jetzt... ja, ich kenne den nicht, aber ich kenne den und ich kenne den und... Was? Du kennst den nicht? Und... Ja, jetzt wird es gleich wieder losgehen. Ich, einzige weibliche hier sein? Weiß ich nicht.
Hörbuchster hat sich bei mir eingefressen. Ich hasse dieses Wort eigentlich. Viele Tuner benutzen es zum Kaschieren, dass sie kein Geld haben, um richtig zu tunen. Jein, kann man sehen, wie man will. Also, ja. Ist halt immer so dezent, ne? Dezenter Zuschauer. Geil. Ja, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich meine, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Und nur weil ein Auto von außen jetzt dezent aussieht, heißt es ja noch lange nicht, dass unter der Haube nicht extrem viel Kohle steckt. Hoffentlich leckt Fauliert nicht noch mehr. Wie, das habe ich schon. Oh, ich habe aber eigentlich einen echt akzeptablen Ping. Dafür, dass ich live streame. Junge, 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 Fauli, wenn du schon abbiegst, dann bieg bitte ab und fahr unten lang und komm drüben einfach wieder hoch. Aber zieh hier nicht einen halben Millimeter vor mir rüber. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Extrem dezentes Tuning. Gut, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal kurz an die Werkstatt fahren, weil, ja, mein GTR hat auch dezent getuned. Das ist zum Beispiel, ja, das ist dezentes Tuning im ganz großen Stil, finde ich wirklich. So, erstmal Werkstatt. Was macht der Zone-Pavel hier? Weil ich meinen Truck jetzt erstmal reparieren muss. Bevor ich hier weitermachen kann. Ah, ein Volvo-Händler. Sehr schön. Na, komm, warte, wohin geht's dann? Na, Duisburg, glaube ich. Reparieren. Wo geht's hin? Dann fahren wir, ich hole jetzt meinen Auflieger und dann geht es, glaube ich, nach Duisburg. Meine Blinklichter, die hier an sind. Ah. Wo bist du, Fuchs? Ich bin in Luxemburg. Kann man das nicht lesen? Andi! Sei gegrüßt, Andi! So, dann bin ich ja mal gespannt jetzt. Cool, wann kommt das nächste Video? Und, wie kann man das Blinklicht ins Vorderhaus, wenn du hinten keine Scheibe hast? Echt eine gute Frage, wie das Blinklicht ins Vorderhaus. Ich fahre noch, liege, ich geht auf dem Weg.
So, dauert noch. Gut, Frachtmarkt. Genau, nach Duisburg. Ein Kran nach Duisburg. Ja, ich weiß, mein LKW ist zu klein. Ach so. Wo treffen? Weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Firma, was, wie ist die jetzt, die Firma? LKW? Wo treffen? Schon interessant, ne? So ein riesen Kran hier. Nicht schlecht. Ich glaube, wir treffen uns am Ortsausgang. Gut, warten wir mal auf die anderen. So, dann mal schauen, wo die anderen bleiben. Ach so, ich habe die Lampen noch nicht an. Ah, schön. Keine Ahnung, ob alle da sind. Ich weiß es nicht. Ah, Moment. Hey, der hat die fast die gleiche Lackierung. Der hatte fast die gleiche Lackierung. Ist ja lustig. Ha. Ah, wo bleiben die denn? Sogenannte Road Train. Der hat wirklich fast die gleiche Lackierung. Ich soll euch nochmal sagen, er wartet auf euch in Duisburg.
Gut, kommt noch an, wie lange das jetzt noch dauert, ob wir dann noch großartig mehr schaffen. Alle immer erst Fuchsschwanz sehen. Hey, da ist Pauli. So, ich weiß nicht, kommt Andi noch? Hey, da ist Andi. Hey, Michi, schreib Mahlzeit. So, ich kenne eure Strecke neu. Ja, wir fahren von Luxemburg nach Duisburg. Oder wahrscheinlich, keine Ahnung, wo genau hin. Ich bin, glaube ich, ein bisschen schnell unterwegs hier. Gut, schön 60. Alles wird gut. Weil für diejenigen, die noch nicht mitgefahren sind, ja, wir fahren recht langsam manchmal. Aber diesen LKW-Kran schafft er auf jeden Fall ganz gut. Wie groß bin ich? 1,83. Hey, wie viel Sprit haben wir noch? Okay, wir kommen auf jeden Fall bis Duisburg, kommen wir. Oh, ein schnell Umbau-Video. Ja, okay. Heute war nicht so viel los, ne? Nö, irgendwie nicht wirklich, aber macht ja nichts. Max. Wäre es dir eher unangenehm, wenn man dich mal sieht und dich anspricht, oder würdest du dich freuen? Weiß ich nicht. Es ist mir noch nicht passiert. Von daher weiß ich nicht, was passiert. Also schlimm wäre es auf jeden Fall nicht. So groß bin ich auch. Ah, er hat da jetzt hinten drauf gefahren. 0% Schaden. Na Gott sei Dank. Ja, ich muss voll tanken. Brauche ein bisschen mehr.
schön, was da los ist. Auf jeden Fall, der Zug sieht schon Hammer aus, oder? Schon echt geil. Und wie finde haben da so unser Video. Das ist noch. No, das ist Patrick. Was? Fand ja eine Beschreibung. Kann man spenden? Ja, kann man. Link sollte in der Beschreibung drin sein, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, es sind alle da. Wann ist Pause? Ich schätze mal, wenn wir in Duisburg sind. Das ist ja eine Lok. Ja, geil, oder? Diese Lok ist echt, also dieses Heavy Cargo DLC ist echt der Hammer. Ich meine, ich habe hier einen übelsten LKW-Kran hier hinten drauf. Mit mitlenkender Hinterachse und diese übelsten Trailer und. Also echt, dieses DLC ist einfach absolut genial, finde ich. Gefällt mir wirklich sehr gut. Like ist da, danke, 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 danke. Wie lange noch? Ich schaue auf die Uhr. Anderthalb Stunde. Circa. Wie lange geht's heute? Ja, bis um fünf, circa, oder bis kurz vor fünf, wie immer. Diese circa vier Stunden. Wie wir eigentlich fast jeden Samstag machen. Moment, ich muss eigentlich mal bei mein Handy schauen, was denn hier so wieder abgeht. Ah, der Fabianski. So, wir mal den 12. Gang nehmen. Ah, das schmeckt heute aber wieder. Linkes Auto, bleib bitte auf der Landstraße. Wir sind doch auf der Landstraße. Überziehen? Fragezeichen? Nein, geht leider nicht, weil wir halb sechs Besuch bekommen und dann muss der Grill an sein und so weiter und so fort. Ich kann leider nicht überziehen heute, geht nicht. Also brauche ich hier mit Aufblendlicht. Geht ja gar nicht. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass hier Gewicht dran ist. Besuch von der Schwiegermutter? Nein, Besuch von der Freundin. Ah, es blinkt. Okay, das heißt, wir können hier jetzt durchheizen. Bam, 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 bam. Hab ich nicht geschrieben. Hab ja nur die Fan-Mail-Adresse. Wie jetzt? Moment, was hast du denn, hä? Klingt jetzt auch da. Ach so, okay. Überziehen. Das schmeckt. Dass sowas schmecken soll. Ach, geil. Party im Fuchsbau. Welcher Link in der Beschreibung? Wir spenden. Ey, Kollege, ist doch eindeutig. Hä, was, wie, was, wo? Warum fährt er dort lang? Oh Gott, keine Leistung. Mahlzeit, wer auch immer du bist.
Wenn ich denn überhaupt auf 80 komme. Das ist noch die Frage. Okay, gut, wir haben hier wieder einen Raser. Wo ist die Sicherung, Fahrzeug? Welche Sicherung denn? Bin bei euch, XD. Ah, ich glaube, ja, alles klar, alles klar. Dann weiß ich, wer du bist. Sorry, dass ich kein Gehirn hatte. Hast du ja mal gesagt, ich würde nicht. Ja, also wirklich wahr. Ich meine, klar sieht's cool aus, mit so einem kleinen Buschelschwanz da hinten dran zu fahren, aber wenn es dich wirklich auf die Schnauze haut oder hinjudelt, du wirst echt bereuen. Hey, Connor! Was geht ab? Werkstatt? Okay. Ach, das Sicherungsfahrzeug für die Schwertransporte. Ja, gute Frage, wo das ist. Wirklich eine sehr gute Frage. Ich sag's immer wieder, ETS könnte ein so gutes Spiel sein. Wer rennt da nicht immer diese... Naja. Diese Leute, die nicht fahren können. Keine Ahnung. Gut. Ah. Kannst du mal Summer Call machen? Nee, habe ich heute schon. Na, da ist er doch. Irgendwie ein schöner Truck. Wirklich wahr. Was ist jetzt kaputt? Meine Maus geht nicht mehr. Ah! Guck mal, irgendwie geht meine Maus damit zu mir aus. Ah. Jetzt geht's wieder. Ging es wieder. Man das eigentlich? Nee, das sieht man nicht. Hm. Du wuchst, du meinst Randalierer. Und dann noch Duisburg, wenn ihr da wartet. Okay.
Okay, alles klar. Gut. Oh, der Fuchs ganz nah. Ja, mach mal einen Burnout. Ich glaube, das schafft die Kiste nicht. Bi, bi, bi. So, ich weiß ja nicht, wann die anderen jetzt wiederkommen. Echt eine gute Frage, aber naja, gut. WRC. Kann das sein? Ich bin dezent dabei. Bin ich gesprächig oder was? Ja, auf jeden Fall. Ach ja. Ich würde jetzt echt gerne mal weiterfahren wollen. Aber irgendwie tut sich da nichts. Jetzt ist die Maus schon wieder kaputt. Was ist heute los hier? Die Maus geht nicht. Okay, wir schauen um 4 Uhr WRC. Gut. Warum fährst du eigentlich Volvo, Fuchs? Weil ich irgendwie Volvo-Fan bin. Ich mag Volvo. Ich mag Volvo. Ah, Leute. Wisst ihr was? Ich fahr los. Naja, ich meine, ich kann doch hier keinen Wartestream machen. Hast du eine Gaming-Maus? Ja, habe ich! Eine Rocket Kona, ist älteres, ziemlich altes Modell. Ich meine, die anderen wissen ja, wo es lang geht. Mahlzeit, will schon in Duisburg, siehst du? Ich werde schon erwartet in Duisburg. Volvo, voll wo? Naja, hub doch rum, lass mich in Ruhe und hub nicht so rum, ich kann auch nichts dafür. Gottes Willen. Das schreibt er. So, hier haben wir wieder. Okay. Expert Trucker 01, ja. So fährt der auch. Ich sag doch jetzt einfach mal nichts dazu, weil, naja. Expert Trucker 01. Ein Experte unter den Truckern. Er kann es auf jeden Fall sehr gut. Naja. Was soll's? So sind sie eben, die Experten. Wo wärst du hin? Ich fahre nach Duisburg jetzt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann wird alles gut. Mr. Expert Trucker 01. Oh. Ich sehe ihn.
Welcher Server? Euro 4, muss gehen, Herr Vogt, wir schauen für WRC. Alles klar, viel Spaß beim WRC-Klotzen und bis zum nächsten Mal. Kennst du das Gefühl, andauernd unterdrückt zu werden und gesagt zu bekommen, du schaffst, das schaffst du nicht? Kenn ich. Wow, das war der falsche Gang. Muss schon schief gehen. Auf jeden Fall wird das schief gehen. Ach, herrje, herrje, herrje. Jo. Und ordentlich fahren heißt in der Stadt 50, auf der Landstraße 60 und auf der Autobahn 80. Haltet euch daran und es wird echt eine geile Kolonne. Konvoi heißt es ja hier. Wie oft ich das in letzter Zeit wieder höre, macht mich richtig aggressiv. Ah! Herr Hunter, ich möchte dir jetzt einen wirklich guten Tipp geben. Selbst wenn alle reden und sagen, du schaffst das nicht und du wirst nie was erreichen und bla 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 bla. Wenn du aggressiv wirst dadurch, haben diese Leute ihr Ziel erreicht. Weil in der Aggressivität, wie soll ich sagen, passieren durchaus die meisten Fehler. Also, ignoriere es einfach, zieh dein Ding durch und Neid ist die höchste Form der Anerkennung. Von daher, seid dankbar über solche Leute. Ich mach's mir da kalten Hund. Geil, ich will auch welchen haben. Oh, warte mal, ich hab hier Kekse. Ich komm nicht ran. Genau, rechts auf, Bürgersteig, mich wegschieben bei Rot. 80 ist klar. Zwei Chats sind echt. STVO, ja, Straßenverkehrsordnung. Warum 80? Ja, weil halt 80. Oh, um Gottes Willen. Ah, ja, wir haben einen absoluten Totalschaden im LKW. Es nervt manchmal echt. Ich fahre, ich kann heute echt auch nicht fahren. Junge, 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 der hat einen Ping von 2000. Nun, 30% Schaden, 8% auf dem Auflieger. Das wird mal wieder eine absolute Nullrunde werden. Keine Kohle, keine Punkte. Jetzt. Ah, ja, je, ja, je, ja, je. Ja.
Schlimm, schlimm, schlimm. Hast du Nachricht gelesen? Nein, habe ich noch nicht. Okay, du rechts neben mir solltest jetzt echt mal auf die Seite fahren. Weil ich jetzt hier runterfahre. Motorfehlfunktion, einer nach der anderen. Hör, kann leider nicht mitspielen. Ja, ist auch nicht so schlimm, weil heute leckt alles rum wie Sau. Ach, ja, je, ja, je, ja, je, ja, je. Ja. 60. Schaffe ich gar nicht mehr. Ja, wisst ihr was? Ich fahre jetzt hier keine 60. Ich fahre ja noch ein bisschen langsam. Egal, was schon. Ah ja, was habe ich verpasst? Mächtige Dissings. Ich habe noch mal Grenzgänger-Sachen bestellt. Ja, ja, diese Grenzgänger-Sachen. Ich kenne die Grenzgänger. Der Moped-Bande. Magst du Linux? Nee, ich habe Windows. Hab mit Linux noch nicht allzu viel am Hut gehabt. Aber naja. Depressiv wird. Was? Was ist, wenn man depressiv wird, von denen runtermachen? Was soll man dann machen? Ich frage nur einen Freund ein. Leute, lasst euch doch nicht von anderen runterziehen, die irgendwas erzählen. Ich meine, wie gesagt, Neid. Wenn jemand neidisch ist und euch fertig machen will, ist, glaubt mir, das ist die größte Anerkennung, die ihr überhaupt bekommen könnt, weil er will euch fertig machen, weil diesejenige Person selber nichts auf die Reihe bekommt. Das ist meine Meinung. Also lasst euch nicht runterziehen, macht das, was euch Spaß macht, zieht euer Ding durch und alles gut. Okay, dieser Pascal macht mir, ich weiß nicht, macht mir ein bisschen Angst. Okay, zwei, so spät. Kannst du mit meinem Tamaka spielen? Haben wir die ersten zwei Stunden gespielt. Du bist zu spät. Kann ja mal passieren. Kann mir zum Geburtstag ein G29. G36 wäre aber besser. Nee, passt schon. G29 ist auf jeden Fall in Ordnung. Cooles Lenkrad. Ich bleibe aber bei Momo, weil ich einfach dieses Design so geil finde. Wohin fahrt ihr? Vielleicht kommen wir irgendwann mal in Duisburg an. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Steht leider an DD. Ärgerlich. Max, leg ich noch? Ja, gerade eben nicht. Momentan ist echt alles cool, aber auf der Autobahn, oh. Dieser eine Lecker war, naja, sehr heftig. Allerdings muss ich jetzt echt mal versuchen, hier an meine Kekse zu kommen. Was? Was? Am. Kekse! In Duisburg. Na gut, eine kleine Runde könnte man, glaube ich, schon noch fahren von Duisburg aus. Er steht. Das ist nichts Gutes.
Ping ist aber eigentlich in Ordnung. Junge, 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 boah, halt einfach mal zu, ist ja schlimm. Ja, gut, Z hab leider noch nichts gesehen. Oh. Ich habe einen Schwertransporter, jetzt muss ich hier wieder von sonst wie langsam hochbeschleunigen. Pauli, fahr doch um die Kurve, du bist doch sonst schneller. Was hältst du im Allgemeinen von Apple-Produkten? Ich will mir jetzt nicht unbedingt eine Meinung dazu bilden, da ich selber noch nie ein Apple-Produkt besaß. Es kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was mich meine persönliche Meinung ist, dass diese Produkte einfach viel zu überteuert sind. Ist meine Meinung. Keine Ahnung, wie du dieses PS2-Lenkrad am PC zum Laufen bekommst. Kann ich dir echt nicht sagen. Na klar. Auf welchem Server seid ihr? Ah, Bremsen, EU4. EU4. Weiß ich nicht, weil ich den nächsten Mai-Summer-Car-Livestream mache. Wäre interessant vorbei. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Mittwoch glaube ich auch nicht. Also wenn, dann bleibt nur nächsten Samstag. Wahrscheinlich. Ja, wo man sich selbst hasst. Keine Ahnung, vielleicht mal rausfinden, warum das so ist. Max, warum bin ich eigentlich nicht in der Videobeschreibung? Ja, das weiß ich auch nicht, warum du nicht in der Videobeschreibung bist. Ich kann doch, weiß ich nicht, keine Ahnung, in der Videobeschreibung, wie soll ich sagen, es nicht falsch verstehen, sind einfach irgendwie die Elite markiert. Danke, wer muss? Nee, hab noch. Ja. Ich habe ja echt zu kämpfen, den Berg hochzukommen. Oh, die Kekse sind geil. Bin in Duisburg angekommen. Nee, habe ich leider noch gar nicht weiter probiert. Wow, ich bin die Elite. Ja, ach du Scheiße, jetzt hat es dich auch erwischt. Da fehlen dann aber die Mods. Ja, die Mods stehen da ja nicht drin. Hör bloß, weil man dumm, fett, hässlich Scheiße ist. Bin nicht ich. So, ja. Und jetzt mal, Isabella, jetzt mal deine ehrliche Meinung. Ist es wirklich so? Diese Person? Oder bildet sich diese Person das nur ein? Max! Ja, hier bin ich. So, jetzt nehmen wir hier mal die paar Punkte noch mit.
sorry Andy, aber ich komme hier echt nicht um die Ecke. Oh, wo hängt's denn? Wo hängt's denn? Gottes Willen. Heute eine Mann, wie ich bin, heute schlecht gefahren. Naja, weil ich weiß auch nicht, du bist eigentlich nicht unbedingt schlecht gefahren, aber dieser eine D-Sing hat mir jetzt echt das Genick gebrochen hier. Wow, Gottes Willen. Gut, ablegen. Aber alles cool, ich hab Kekse. Na, immerhin. Manchester, Frankfurt, Salzburg. Verdammt, Düsseldorf. Nach Kassel. Fahren wir wieder nach Frankfurt? Rotterdam, Holland ist mir eigentlich jetzt nicht so. Gastank. Nach Frankreich. Stuttgart, nee, war dabei. Ich glaube, die nächste Runde geht's noch. Es geht dann noch mal eine Runde nach Kassel. Ich glaube, ich werde das auch gleich annehmen. Halt. Wo ist es? Kassel. Navi als Ziel setzen. Kassel. Hey, wo ist klasse Livestream? Wo, wer, wo, was, wo, wer, wo? Ich muss in die Werkstatt. Scheiße. Also doch. Boah, da kommt ja aber auch um die Ecke geballert. Werkstatt. Ah, oh, Gott sei Dank. Wow, Werkstatt. Ich esse gerade Mandelhörnchen. Oh, geil. Auch cool. Mandelhörnchen. Oh, Kekse sind auch nicht schlecht. Musst du mir lassen. Okay. Gut, aber wisst ihr was? Wir machen auf jeden Fall noch mal eine kleine Pause. Und dann schauen wir mal, was denn so abgeht. Na, ich mache euch ein bisschen Mucke an. Ich hoffe, das Gebiebe. Ich drehe den Ingame-Sound ein bisschen leise. Und alles wird gut. So. Ingame-Sound ein bisschen leise. Bisschen leiser, ja. So, Mucke an. Machen wir ziemlich laut. Da. Facecam aus. Bis gleich.
So, da ist er wieder. Wow, jetzt leckt hier wieder alles. Jetzt können wir den Ton wieder lauter machen. Guck aus. So, Facecam an. Gottes Willen. Sieht das komisch aus. Macht aber nichts. So, dann hole ich mal meinen Auflieger. Und dann geht's los. Ganz ist das laut, oder? Ja, ich muss meinen Auflieger noch holen. Dann können wir sofort durchstarten. Kein Problem. Ich hole nur noch schnell meinen Auflieger. Alles cool, alles cool, alles cool. So, Auflieger, warte mal. Kassel. Was fahren wir denn? Ne, ich will Container-Auflieger fahren. Normal Container. Gefällt mir besser. Oh Gott, was mache ich hier? Andocken. So, und los. So, wie lange geht dein Stream noch? Mein Stream geht noch ungefähr eine Dreiviertelstunde. Fährt hier im Kreis. Okay, wir müssen aber in die andere Richtung, Kollege. Auf geht's noch, Kassel. Ich wünsche euch gute Fahrt. Kann am ersten Dienstag mitmachen wieder. Ah, so, okay. Du lagst. Ja, das weiß ich doch. Mensch, das wissen mittlerweile alle. Dass ich lege. Ich meine, das ist eben so. Livestream, wenig Leitung, wenig Internetleistung, ist eben so, dass man da leckt. Wäre auf jeden Fall cool, wenn richtig viele Leute dann noch in Kassel mit dabei wären. Dann suchen wir noch ein schönes Fleckchen, wo wir ein schönes Foto machen können. Und ja, wäre auf jeden Fall cool. Wenn ich überlege, mal einen Live-Beatmaking-Livestream zu machen, dann bemerke ich, dass ich gar kein Equipment habe. Das ist natürlich jetzt schon ärgerlich. Halte Abstand, WMSD, Method Firm, pop. Ach so, Ersatzlenkrad, okay. Ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt mir noch hier hinterherfahren nach Kassel. Wir werden es sehen. So, auf geht's nach Kassel. Ah, da ist die andere Truppe. Wie schön. Sehr schön. So, das hier ein Debris. Was ist das hier ein Debris-Stream? Warum ist das hier ein Debris-Stream? Ah. Okay, bye. So, es wäre wirklich cool, wenn so wirklich so viele Leute wie möglich jetzt mit nach Kassel kommen, aber dann noch ein richtig schönes Foto machen können.
Oh, wie viel sind wir denn aktuell? Oh, wir sind, einige sind wir, einige. Und ich fahre trotzdem noch schön 60. Weil ich es eben einfach kann. Aber fühlt sich so an, wir haben da gerade, ja, okay, Ja, ich meine. So, Gruppe sammeln. Wer tanzt hier wieder aus der Reihe? Zack, wurde die rote Ampel gefahren. Na, Pauli muss ich ihm wieder vorbeidrängeln hier. Pauli muss ich eben vorbeidrängeln. Irgendwie komisch, dass Pauli. Eigentlich wollte ich mal vorn wegfahren, aber ja, es wird halt wieder Pauli vorn weg. So, aber dazu sind wir alle eine, halt die in der Community, jeder für jeden. Ja, richtig, ich meine, wenn jemand mal Probleme hat, kann er das doch gern schreiben. Und wenn er ein bisschen Ablenkung braucht und ein bisschen aufgemuntert werden will, ja, klar, immer schreiben, wir tun unser Bestes. Und auf welchem Server bin ich? Ich bin auf EU4 unterwegs. Jetzt aktuell in Richtung Kassel. Allerdings wird das jetzt die letzte Tour werden, die wir fahren. Und jo, jetzt geht's gleich auf die Autobahn, dann heißt es wieder 80. Das würde eine ganz schön große Runde. Würde mit einer Reise in die Schweiz in ETS aufgemuntert werden. Okay. So, dann wollen wir mal. Okay. Jetzt bleib bitte ja auf deiner Spur. Und was machst du? Du blockierst mich gerade. Du blockierst mich gleich. Du blockierst mich gleich. Du blockierst mich gleich. Junge, Junge, Junge! Ja, was denn jetzt? Entweder zufahren oder zurückfallen lassen. Kotzt einen manchmal an, dass manche Leute einfach nicht fahren können, sich nicht an Verkehrsregeln halten, fahren, wie sie lustig sind. Sorry, aber... Mann! Wir sind so schön, das hat immer so schön geklappt in einer Kolonne. Und ja, Mann, halt dich doch bitte einfach an die Verkehrsregeln. Es ist doch nicht so schwer. Schön, Tempomat mit 60 oder 80, was auch immer. Ja, bitte haltet euch an die Verkehrsregeln. Überholt nicht, fahrt nicht nebeneinander. Es geht so schnell, dass einer einen Desync hat. Und ja, es ist ja nicht böse gemeint, aber manchmal nervt es eben einfach. Sorry. Pauli muss tanken. Das heißt, wir warten mal kurz eine Runde.
Mein Uber ist genau an dem Tag. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber wie heißt es so schön, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ja. Ja, genau, wie gesagt, und wenn die Formation einmal steht, danke an alle fürs Warten. Na klar, Junge, so sollte das ablaufen. Der eine wartet auf den anderen, jeder wartet auf jeden. Wenn einer tanken muss, dann wird getankt, dann fährt der Rest einfach mal rechts ran und wartet halt kurz. Ich meine, ist doch selbstverständlich. Entweder sind wir ein Konvoi oder wir sind kein Konvoi. Ist meine Meinung. Ich habe TNT an Bord. Na klar, bestimmt. Was habe ich eigentlich? Was fahre ich eigentlich? Desinfektionsmittel. Ja, das bumm, brennen. Läuft auf jeden Fall. Wäre echt eine gute Kombination. Wer hupt hier schon wieder rum? Oh oh. Mr. Nox, dreht einfach mal wieder völlig durch. Mann, 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 9 Leute. Okay, nicht ganz 9 Leute, aber nicht so schlimm. So weit ist es zum Glück nicht mehr. Und ich glaube, wir schaffen die nicht 3 Stunden. Heute mein Summer Car spielen. Ich habe heute mein Summer Car gespielt. Zurückspulen, die ersten 2 Stunden, siehst du mein Summer Car. Na ja, wenn ihr mal eine Spuse möchte, ich euch eigentlich nicht helfen. Ja, auch ich stehe ab und zu mal neben der Spur. Da 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 da. Ja, so ist mit 60 auf der Landstraße rumgrügen. Irgendwie schön, kann man sich auch mal umgucken. Nee, ich fahr geradeaus. Sorry. Weil ich muss nach Kassel. Und das ohne Umweg. Wo fährt er eigentlich hin? Ach so, weil er bestimmt... Ja, alles klar, er muss seine Ladung dort oben abliefern. Alles klar. Alles klar, tut mir leid, aber ich belaste damit immer alle. Naja, ist ja jetzt nicht weiter schlimm, sag ich mal. Ja, ich glaube, wir werden die 4 Stunden heute nicht ganz voll machen. Kein PS. Ja, dann werden heute wahrscheinlich leider nur 3,5 oder 3 Viertelstunden, aber ja, wer weiß, vielleicht. Das tust du nicht, du darfst niemals denken, dass du eine Belastung für jemanden bist, niemals, hörst du? Ja, auch wenn das ganz schön viel Caps war, aber ja, okay, gut, wir wollen es mal durchgehen lassen, es ist ja eine positive Bemerkung eines Moderators. Und, okay, wer hupt hier schon wieder so laut rum? Ja, aber ich bin eine für alle, selbst aus, dass ich eine bin. Nein! Hä? Wie jetzt? Gar nicht! Bleib doch mal ganz locker. Okay, jetzt haben wir hier wieder einen Raser. 6! Der will unbedingt der Erste in Kassel sein. Kann ich irgendwie nicht verstehen. Sagt niemals nie. Nein, wie gesagt, lasst euch nicht fertig machen. Macht das, was ihr für richtig haltet. Und eigentlich kann nichts schief gehen.
Dum 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 dum. Der Junge spricht meine Skills aus. Meine Güte, kannst du bitte morgen Mai Sommergarten spielen? Ja, morgen ist Sonntag. Da ist eigentlich Ruhetag, wenn nichts anderes geplant ist. Und ja. Genau. Außerdem muss ich morgen am Elektrokart weiterbauen, damit da endlich mal was fertig wird. Weil ich will ja morgen Probefahrt machen und euch dann ab Himmelfahrt mit neuen Videos machen. Also ich mache, es ist falsch. Nee. Weißt du, was du jetzt machst? Du gehst jetzt auf dein YouTube-Profil und schaust dir deine eigenen Videos an. Und dann erzählst du mir nochmal, dass du alles, was du machst, falsch ist. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Und wie Behandler schon sagt, komm mal bitte wieder klar. Ich meine, so schlimm ist es doch jetzt wirklich nicht, oder? Morgen, bitte morgen MSC. Ja, ich warte auf May. Okay, sorry. So. Nein, nicht abseiteln. Was mache ich? Ah, Gottes Willen. Oh, schnelles Einbeugen. Jetzt abseiteln. Nebel nice, niemand wird gegrüßt. Ausgezeichnet. Na Gott. Max Reichstadt, na klar. Ah, so ein Spam. Auf einmal bauen die vielen Fragezeichen mit Thumbnail. Ja. Komisch, oder? Wie, wenn ich es irgendwie gewusst oder geahnt hätte. Aber ganz ehrlich, Akku habe die 4 Stunden gehören voll gemacht. Ja, ich weiß, dass die 4 Stunden voll gemacht gehören eigentlich, aber ich möchte jetzt hier nicht, dass irgendwie noch irgendwas schief geht, aber naja, nehmt es mir nicht übel, aber. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis die hier einen Halbkreis gebildet haben.
das wird schwierig, alle drauf zu bekommen. Da, Killerschwein muss auch noch mit drauf. So, okay, jetzt wird's echt eng, Pascal. Das passt alles irgendwie nicht so ganz hier. Naja, gut. Na gut, dann stehen die zwei halt ein bisschen ineinander drin. Macht aber nichts, würde ich sagen. Jetzt drehen wir das Ganze hier noch ein bisschen. Ja. Voll geil! Fahren! Dankeschön! Oder haben wir jetzt alle hier? Haben die jetzt nochmal umgeparkt? Weiß ich nicht, ob die jetzt nochmal umgeparkt haben. Ja, das haben umgeparkt, oder? Killerschwein ist weg. Nein, die haben umgeparkt. Voll geil. So, Moment, wir machen das nochmal. Ah, die Maus hat aufgegeben. Mann, nicht schon wieder. Ah. Ja, jetzt fährt Killerschwein weg. Ja. Schade, die Maus will nicht mehr. Warum auch immer. Gut, okay. Ah, du Scheiße, ja. Maus geht nicht mehr. Wie gesagt, auch bei mir machen sich heute wie technische Probleme breit, deshalb, ja. Sorry, wenn wir den Stream jetzt doch etwas früher beenden als normal. Ja, schon irgendwie süß, der Kleine, oder? Und ja. Danke für alle, die dabei waren. Alle nochmal hupen hier. Oh, schöne Lackierung auf jeden Fall. Und danke, dass ihr dabei wart. Danke an alle. Und ja. Nein, gerade angefangen. Ja, es hat leider gerade angefangen und es ist trotzdem zu Ende. Freut mich trotzdem an alle, die dabei waren. Jetzt wird hier noch ein bisschen rumgehupt. Danke fürs Zuschauen. Danke. Und ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein!